Mithilfe von Wetterdaten bestimmt Haggard die Außentemperatur, die an dem Abend bei den Petersens geherrscht haben muss. Es waren nur 12 Grad Celsius. Haggard glaubt nicht, dass Petersen bei diesen geringen Temperaturen gemütlich 45 Minuten lang draußen gesessen hat. Es gibt etwas, das nennt sich Wohlfühlzone, nachgewiesen vom Energieministerium. Ich möchte nicht mitten in der Nacht in Shorts und T-Shirt am Pool sitzen, nur bei wärmeren Bedingungen. Bei Kathleens Autopsie kommen 7 Verletzungen auf dem Kopf zum Vorschein, unvereinbar mit einem Treppensturz. Finden sich 7 Kopfschwartenverletzungen mit korrespondierenden Schädelverletzungen, die allesamt auf der Scheitelhöhe lokalisiert sind, würde das insgesamt eher gegen einen Treppensturz als Verursachung sprechen. Es gibt die sogenannte Hutkrempenlinie, das heißt, alle Verletzungen, die oberhalb der Hutkrempenlinie liegen, sind eher durch ein Fremdverschulden, das heißt durch eine andere Person, beigebracht worden, wohingegen Verletzungen, die unterhalb dieser Hutkrempenlinie liegen, durch ein Sturzgeschehen zwanglos erklärt werden können. Und in Kathleens Gehirn finden sich weitere Spuren. Die Ärzte finden rote Neuronen. Sie sind geschrumpft und haben nur wenig Plasma. Normale Neuronen sind rund und haben deutlich mehr Plasma. Diese roten Neuronen im Gehirn einer Person zu finden, bedeutet, dass sie schon 2 bis 6 Stunden vor dem Eintritt des Todes unter Sauerstoffmangel gelitten hat. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass sie geschlagen worden ist, dann aber noch lange genug gelebt hat, dass sich diese Neuronen bilden konnten und erst dann gestorben ist. Das widerspricht der Aussage von Michael Petersen, der behauptet hat, Kathleen 45 Minuten, nachdem sie ins Haus gegangen ist, gefunden zu haben. Kathleens ursprünglicher Unfall wird zum Mord erklärt. Nun richten sich alle Blicke auf Michael Petersen. Kathleen war meine Frau. Ich habe in meinem Herzen 1000 Mal ihren Namen geflüstert. Sie ist darin und ich kann nicht aufhören zu weinen. Ich würde ihr nie etwas antun. Doch das ungewöhnliche Verhalten von Todd in der verhängnisvollen Nacht erregt Verdacht. Die Ermittler fragen sich, was er zu verbergen hat. Bestsellerautor Michael Petersen ist der Hauptverdächtige im Mordfall seiner Frau. Durch die Untersuchung des Computers der Petersens entdecken forensische Wissenschaftler einen Widerspruch in Michaels Geschichte. Kathleen hat einem Kollegen um Mitternacht eine E-Mail geschickt. Michael hatte jedoch behauptet, sie sei erst eine Stunde später am Computer gewesen. Und die Ermittler finden noch etwas Unerwartetes. Zahlreiche pornografische Bilder von Schwulen. In Michaels Schreibtisch sind ausgedruckte E-Mails, in denen er sich mit einem Callboy zum Sex verabredet. Die Abende sind nicht schön für mich. Ich bin verheiratet, glücklich verheiratet, mit einer tollen Frau. Ja, ich weiß, ich bin bi und das ist alles, was ich will. Die E-Mails verraten zudem, dass Michael bereits eine Beziehung zu einem anderen Mann gehabt hat. Einem Lacrosse-Spieler vom College. Ist es möglich, dass Kathleen diese Unterlagen gefunden hat, als sie am Abend des Mordes am PC gesessen hat? Das war für mich beunruhigend und ich bin mir sicher, dass es auch für seine Frau beunruhigend gewesen wäre. Die Ermittler schauen sich die Finanzen der Petersens an. Erstaunlicherweise hat Michael in den letzten 2 Jahren nichts verdient. Kathleen finanzierte alles mit ihrem Einkommen von Nortel. Das umfasste alle Kinder, deren Ausbildung und natürlich das Aufrechterhalten eines Haushalts dieser Größe. Mit 3 Töchtern im College steigt ihr Kreditkartensoll auf $143.000.
und Michaels erwachsene Söhne erwarten auch finanzielle Unterstützung. Kathleens Nortel-Aktien waren mal 2,5 Millionen Dollar wert. Doch aufgrund von Kurseinbrüchen sind es momentan nur noch 50.000 Dollar. Am aufschlussreichsten ist aber wohl die Tatsache, dass Michael der Begünstigte von Kathleens Lebensversicherung ist. Wert 2 Millionen Dollar. Geld und Sex sind die ältesten Motive. Und Michael Peterson hatte beide. All diese unterstellten Motive sind aber kein Beweis für Mord. Deshalb untersuchen die Ermittler die Kleidung von Michael, die er am Abend des Mordes getragen hat. Sie finden getrocknete Wasserflecke auf Michaels Shorts, die vermuten lassen, dass er versucht hat, das Blut davon abzuwischen. Blutspurexperte Dwayne Deaver bringt das zu einer Vermutung. Aufgrund seiner Erfahrung schaut er sich gezielt die Hosenbeine an und findet dort Blutspritzer. Das habe ich in vielen Fällen gesehen, bei denen geschlagen wurde. Wenn man über seinem Opfer steht und zuschlägt, fliegen viele Spritzer direkt zurück an den Täter in den Schrittbereich der Hose. Mit einem blutgetränkten Schwamm und mit Kleidung, die der des Täters ähnelt, versucht Deaver, die Position des Mörders und die Art der Blutspritzer nachzustellen. Eine Tatortrekonstruktion ergibt meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach immer ein Ergebnis, was sehr eindeutig und zielführend ist. Beispielsweise Blut, was man an der Innenseite der Hose findet. Da kann man sehr lange drüber nachdenken und nachrechnen, wie sich das verteilt haben muss. Wenn man aber einfach mal mit einem echten Körper, mit dem eigenen und mit einem anderen Körper, von einem Freiwilligen, versucht, die Situation nachzustellen und vielleicht auf Blutpolster, die man selber hergestellt hat, draufschlägt, dann ergibt sich in der Regel eine ganz simple und in der Regel auch zutreffende Lösung, Rekonstruktion, Darstellung des Falles. Die Tests ergeben das Blutspritzermuster von Michael Petersons Shorts. Die Person, die diese Shorts getragen hat, stand über dem Opfer, als es geschlagen wurde. Nur so konnte das Blut in den Schritt gelangen. Die Experten sind sich sicher, dass das nicht vom Berühren der Leiche kommen kann. Wenn eine blutende Person, vielleicht auch mit sickerndem Blut, nur bewegt wird, gedreht wird, getragen wird, kann das Blut sich natürlich nur, sagt schon der gesunde Menschenverstand, durch Kontakt übertragen werden. Man hat also eine Kontaktspur durch Berührung. Spritzer können dabei nicht auftreten, denn wo keine Kraft und Gewalt ausgeübt wird auf das Blut auch nicht spritzen. Und es ist eindeutig, dass der blutige Schuhabdruck auf Kathleens Hosenrückseite ein Ergebnis des Angriffs ist. Der Schuhabdruck war so ein weiterer Aha-Moment. Er hatte Blut unter seinen Schuhen und stand auf ihrer Hose. Wenn jemand seinem Partner so etwas antut, ist er wahrscheinlich in Rage und kann sein Verhalten nicht mehr kontrollieren. Da Todd Peterson an seiner Kleidung keine Blutspritze hat, gehen die Ermittler davon aus, dass er nichts mit der Ausführung des Mordes zu tun hat. Gerade als die Polizei die Ermittlungen abschließen will, findet sie noch einen letzten Beweis gegen Michael Peterson. 16 Jahre zuvor hat Michael mit seiner ersten Frau in Deutschland gelebt. Liz Radliff, eine enge Freundin, ist damals nach einem Treppensturz tot aufgefunden worden. Ich bekam Gänsehaut. Es war unglaublich, dass die beiden so gleich aussahen. Wenn man sich Kathleen Peterson und Liz Radliff anschaut, sie könnten als Schwestern durchgehen. Michael war die letzte Person, die Liz Radliff lebend gesehen hat. Liz war eine gesunde Frau, die Michael in ihrem Testament bedachte. Miss Radliff überließ Michael Peterson die Verantwortung für ihre Kinder und ihren persönlichen Grundbesitz im Falle ihres Todes, der natürlich eintrat. Ursprünglich wurde ihr Tod als Unfall eingestuft. Doch jetzt wird Liz Radliffs Leiche exhumiert, um eine neue Autopsie durchzuführen. Dr. Radish findet 7 Verletzungen auf Mrs. Radliffs Kopf, genau wie bei Kathleen Peterson. Ihr Tod war nicht das Resultat eines Treppensturzes. Meine Schlussfolgerung und meine Meinung ist, sie wurde auch erschlagen. Der Blitz schlägt nicht zweimal an derselben Stelle ein, das passiert einfach nicht.
Ich würde meiner Frau nie etwas antun. Ich bin unschuldig. Und das werden wir im Gericht beweisen. Doch die enorme Menge an forensischen Beweisen widerlegt das und belastet einzig und allein Michael Peterson. Die Mordwaffe wird nie gefunden. Doch die Verletzungen auf Kathleens Schädel deuten an, dass sie ein schmaler und leicht gerundeter Gegenstand gewesen sein muss. Auf einem Familienfoto entdecken die Ermittler am Kamin ein Blasrohr, das allerdings im Haus nicht mehr zu finden ist. Ich will ehrlich sein. Wir haben sehr gründlich gesucht. Wir haben alle Stellen im Haus bei zwei Gelegenheiten sehr sorgfältig abgesucht. Man hat nicht immer den Luxus, die Mordwaffe in einem Fall zu finden. So wie man nicht in jedem Fall den Luxus hat, DNA zu haben. Die Ankläger sind überzeugt davon, dass der Mord an Kathleen mehrere Stunden vor Michaels Notruf stattgefunden hat. Um Mitternacht geht Kathleen nach oben, um am Computer ihres Mannes E-Mails zu lesen. Normalerweise macht sie das nicht, aber diesmal hat sie ihren Laptop im Büro vergessen. Vermutlich findet sie bei dieser Gelegenheit die ausgedruckten E-Mails ihres Mannes und erfährt so von der Verabredung mit dem Callboy. Wahrscheinlich hat sie auch die pornografischen Fotos entdeckt. Kathleen geht nach unten und konfrontiert Michael mit dem Gefundenen, der daraufhin explodiert. Als Kathleen Michael den Rücken zudreht und geht, greift er nach dem Blasrohr und schlägt ihr auf den Kopf. Auf ihrem Hosenbein hinterlässt er seinen Schuhabdruck. Kathleen ist bewusstlos. Michael zieht seine Schuhe aus, um kein Blut im Haus zu verteilen, und versucht in den nächsten Stunden, den Tatort zu inszenieren. Er stellt Kathleens Sandalen neben ihren Körper, versucht das Blut von der Wand zu wischen und bemerkt dann, dass Kathleen noch lebt. Als sie aufsteht, bekommt sie Blut unter ihre Fußsohlen. Michael schlägt erneut auf sie ein. Blutspritzer gelangen an die Innennaht seiner Hose und an die gerade gereinigte Wand. Kathleens Gehirnzellen sterben langsam aufgrund von Sauerstoffmangel. Der Beweis, dass sie stundenlang blutend auf dem Boden gelegen hat. Jemand bringt das Blasrohr durch den Seiteneingang. Dabei tropft Blut auf den Boden. Wer das getan hat, bleibt ungeklärt. Dann versucht Michael noch, Blut von seiner Kleidung zu waschen, bevor er den Notruf tätigt. Er mag nicht gewusst haben, was Blutspritzer sind, aber er wusste, dass diese kleinen roten Punkte nicht gut für ihn sind. Und deshalb hat er das Wasser aufgetragen, um sie loszuwerden. Doch er konnte nicht sehen, was in seinem Schritt und auf der Rückseite der Hose war. Ich würde ihr nie etwas antun. Trotz mehrerer Dementi wird Michael Peterson wegen des Mordes an seiner Frau der Prozess gemacht. Der Staat North Carolina gegen Michael Ivor Peterson. Wir, die 12 Geschworenen, befinden den Angeklagten einstimmig des Mordes für schuldig. Er dachte, er könnte alle überlisten. Womöglich hat das mit seiner Persönlichkeit zu tun, vielleicht mit seinem Beruf. Er hat versucht, Leute in Deutschland zu überlisten. Er hat versucht, Leute in Durham zu überlisten. Und er hat versucht, die Geschworenen zu überlisten. Doch das hat einfach nicht funktioniert. Peterson erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Ankläger sind davon überzeugt, dass bereits ein 16 Jahre zuvor von ihm begangener Mord nicht entdeckt worden ist. Die Kriminaltechnik hat verhindert, dass dies ein zweites Mal geschehen konnte. Ich hatte die richtige Person und war überzeugt, dass er seine Frau und Elizabeth Radcliffe getötet hat. Die Kriminaltechnik stützt das Urteil zu 100%. Die kriminaltechnischen Beweise waren in Kathleen Petersons Blut geschrieben. Und die Tatortanalytiker haben ihren Job gemacht und einen Schuldigen hinter Gitter gebracht.
Ich denke, der eindeutigste Beweis in diesem Fall waren die roten Neuronen. Neuropathologen und Pathologen erkennen die Wichtigkeit. Er war ein Romanautor und er weiß, wie man ein Stück verfasst. Und genau das hat er im Hinblick auf Kathleens Tod getan. Er hat versucht, ihren Tod als Roman darzustellen, anstelle von Fakten. Die Ehefrau eines angesehenen Polizeioffiziers wird ermordet. Das Motiv für die Tat ist völlig unklar. Über ein Jahrzehnt bleibt das Verbrechen ungelöst. Dann wird der Fall neu aufgerollt und es werden Beweise in einem Notruf entdeckt, die bisher übersehen worden waren. Nahezu jeder in Springboro, Ohio, kennt Jim und Vicky Barton. Jim ist Leutnant beim örtlichen Polizeipräsidium. Ein aufstrebender Beamter, von dem Kollegen glauben, dass er eines Tages Polizeipräsident wird. Er war immer sehr genau, sehr professionell, einfach in der Zusammenarbeit und immer zu erreichen. Seine Frau Vicky ist leitende Krankenschwester im örtlichen Hospital. Sie liebte ihre Arbeit, eine sehr einfühlsame Person. Sie war sehr gut in dem, was sie tat. Eines Abends kommt Jim nach der Arbeit nach Hause und findet alles in Unordnung. Auf dem Fußboden im Schlafzimmer liegt seine Frau. Sie ist erschossen worden. Notrufzentrale, was ist passiert? Ich glaube, meine Frau ist getötet worden. Wo ist sie? Und wer sind Sie? Ich bin Lieutenant Barton. Sie hatte ein Kopfkissen über dem Kopf und sie atmet nicht. Sie ist nackt. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber schicken Sie Hilfe hierher. Die Meldung geht sofort raus. Ich wollte sofort dahin. Mir gingen eine Menge Dinge durch den Kopf. Jim war schließlich Polizist. Wollte jemand ihm oder seiner Familie etwas antun? Notärzte erklären Vicky noch am Tatort für tot. Ihr ist dreimal in den Kopf geschossen worden. Das fand ich sonderbar. Zwei Schüsse hinter das Ohr, seltsam. Wir haben das nie richtig verstanden. War das ein Overkill? Wir hatten keine Ahnung, in welcher Reihenfolge sie abgegeben wurden. Raub scheint nicht das Motiv zu sein. Vickys Schmuck befindet sich noch im Schlafzimmer. Und Jims Waffensammlung ist zwar durchwühlt, es fehlt aber nichts. Zudem können die Ermittler im Haus keine unbekannten Fingerabdrücke finden. Sie haben die Wände bis zu 1,20 Meter Höhe abgesucht. Nichts. Auch im Schlafzimmer haben sie gesucht. Nichts. Der Rechtsmediziner findet bei der Autopsie heraus, dass die Mordwaffe Kaliber .22 gehabt haben muss. Zudem stellt er fest, dass Vicky sexuell missbraucht und gebissen worden ist. Ich habe diesen Bereich abgetupft und Speichel aufgenommen. Anhand des Speichels konnten wir die DNA der Person bestimmen, die das Opfer gebissen hatte. Die DNA passt zu keinem registrierten Täter in der Kriminaldatenbank. Als Vorsichtsmaßnahme wird auch die DNA von Vickys Ehemann Jim untersucht. Das Ergebnis ist jedoch, wie erwartet, negativ. Wer würde ihr so etwas antun? Sie war eine so liebenswerte Person und kam mit jedermann zurecht. Am Tag des Mordes hat Vicky ihren Gatten noch angerufen und ihm erzählt, dass ein Mann zu ihr gekommen sei und sie um Hilfe gebeten habe. Sein Auto hätte kein Benzin mehr gehabt. Jim mochte das nicht und fragte, was hast du gemacht? Ich hoffe, du hast ihm eine Pistole an den Kopf gehalten. Sie antwortete, nein, er wollte nur Benzin. Er war ein sehr höflicher junger Mann, dem ich das Benzin gab. Ist es denkbar, dass dieser Mann das Haus der Bartons erst ausspioniert und später den Mord begangen hat?
Das Ganze konnte geplant sein. Jim und Vicky konnten gezielt ausgewählt worden sein, aber auch total zufällig. Ich mochte nicht so schnell endgültige Schlüsse ziehen. Doch mir kam das Ganze merkwürdig vor. Dabei habe ich es vorerst belassen. Die Art des Mordes an Vicky Barton erschüttert die Einwohner von Springboro, Ohio. Wir sprechen über eine Frau, die in ihrem Haus am helllichten Tag in Warren County ermordet wurde. Eine wichtige Nachricht auf dem Land. Denn Menschen ziehen dorthin, damit ihnen sowas nicht passiert. Die Polizei zieht in Betracht, dass sich jemand an Jim Barton rächen will, den dieser womöglich verhaftet hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass es hier einen Mord in diesem Bezirk gegeben hat, der im Zusammenhang mit einem Gesetzeshüter stand. Beamte sind zwar getötet worden, doch nie ein Familienmitglied. Und schon gar nicht durch Mord. Die Ermittler überprüfen Ex-Gefangene aus Jims alten Fällen, finden aber keinen Anhaltspunkt. Tage und Wochen vergehen ohne neue Informationen. Und auch ein Jahr nach dem Mord an Vicky Barton ist der Fall ungelöst. An dem Fall wurde sehr hart gearbeitet. Schließlich ging es um die Frau eines Polizeioffiziers. Sie sind jedem noch so kleinen Hinweis nachgegangen. Jim Bartons Leben geht währenddessen weiter. Ich habe angeboten, ihm zuzuhören, wenn er mit einem Freund reden will, der seine Frau kannte. Er fragte mich nach meiner Telefonnummer, schrieb sie auf und sagte, dass er wahrscheinlich anruft. Er tat es, bereits am nächsten Abend. 15 Monate nach dem Mord an seiner Frau heiratet Jim Mary Ann Lacey, Vickys Freundin und Brautjungfer. Doch in der Ehe gibt es von Anfang an Ärger. Mary Ann bemerkt bei Jim ein merkwürdiges Verhalten. Sie behauptet, Jim würde mehrere Stunden allein im dunklen Keller verbringen. Er war still und ich habe nie erfahren, was er dort gemacht hat. Das hat mich wirklich in Panik versetzt. Nach nur 17 Monaten wird das Paar geschieden. Währenddessen geben die Ermittler die Suche nach Vickys Mörder nicht auf. Das beschäftigte die Gemeinde. Es war unheimlich, ein furchterregendes Rätsel. Die Betroffenen wurden geliebt und respektiert. Es musste aufgeklärt werden. Dann, 4 Jahre nach dem Mord, schafft die Polizei den Durchbruch. Gary Hansen, ein Kleinkrimineller, wird wegen Drogenmissbrauchs verhaftet. Bei seiner Vernehmung behauptet er, etwas über den Mord an Vicky Barton zu wissen. Er fing an zu weinen, brach vor dem Ermittler zusammen und sagte, ich muss Ihnen etwas erzählen. Er berichtete, dass sein Bruder an dem Mord beteiligt gewesen ist. Hansons Halbbruder heißt William Phelps. Dieser behauptet, der Überfall sei als Raub geplant gewesen. Doch sein Komplize hätte unter Drogeneinfluss die Kontrolle über sich verloren und deshalb Vicky Barton sexuell missbraucht und getötet. Ermittlungen ergeben, dass William Phelps am Tag des Mordes tatsächlich nicht bei der Arbeit gewesen ist. Bedauerlicherweise kann er zu den Anschuldigungen nicht mehr befragt werden. Phelps hat sich 3 Monate nach dem Mord an Vicky Barton selbst umgebracht. Er verhielt sich seltsam, hatte tatsächlich so etwas wie eine paranoide Phase. Er schlief mit einer Waffe, verriegelte nachts alle Fenster, stellte davor Fallen auf, die ihn warnen sollten, sobald jemand auftauchte. Er verhielt sich wie eine Person, die nach einem Mord Angst hat. Gary Hansen behauptet, dass Phelps ihm die Identität des Komplizen nie verraten hat. Nach Hansens Erzählungen wurde die Leiche seines Bruders Will Phelps exhumiert, um herauszufinden, ob die gefundene DNA von Vickys Leiche seine war. Der Rechtsmediziner Dr. Lee Lehman nimmt zur Bestimmung der DNA Will Phelps Zähne. Wir extrahieren die DNA aus den Zähnen, weil die Zellen dort im Calcium sitzen. Das ist sehr festes und hartes Material im Zahnschmelz. Und es ist nicht von Bakterien oder Fäulnis befallen.
Will Phelps' DNA stimmt nicht mit der von Vicky Bartons Leiche überein. Und auch Gary Hansons DNA passt nicht. Er saß während des Mordes im Gefängnis. Er konnte es nicht gewesen sein. Erneut sind die Ermittlungen in der Sackgasse. Ich stand auf und bin gegangen. Ich musste raus aus dem Büro. Ich fuhr eine Weile herum und habe überlegt, was wir als nächstes machen können. Weitere 4 Jahre vergehen. Dann kümmert sich eine Spezialeinheit um den Mord, die sich mit ungelösten Fällen befasst, eine sogenannte Cold Case Unit. Deren Ermittler interessieren sich vor allem für die Aussagen, die Jim Barton gegenüber seinen Kollegen am Tatort gemacht hat. Er sagte zu mir, sie haben sie getötet, diese mordenden Bastarde. Doch woher weiß Jim Barton, dass es mehr als einen Täter gegeben hat? Man spricht nicht von ihm oder ihnen, es sei denn, man weiß es. Acht Jahre nach dem Mord an Vicky Barton hat das Büro des Sheriffs in Warren County eine Cold Case Unit gebildet, um den Fall noch einmal anzugehen. Sie beginnen damit, sich den Notruf von Jim Barton noch einmal anzuhören, nachdem dieser die Leiche seiner Frau gefunden hat. Professor Dr. Hermann Künzel ist forensischer Phonetiker an der Universität Marburg. Seine Aufgabe ist es, unter anderem, Tonbandaufnahmen bei Mordfällen zu analysieren. An erster Stelle steht meistens die Sprechererkennung, das heißt, man will herausfinden, wer gesprochen hat, und zwar auf beiden Seiten, auf Anruferseite und auf angerufenen Seite. Das zweite ist eine Analyse der Hintergrundgeräusche und das dritte die sogenannte phonetische Textanalyse, das heißt, man will genau wissen, was gesprochen wurde. Ich überprüfe den Rest des Hauses. Meine ganzen Sachen liegen hier herum. Oh Mann, ich muss um Hilfe bitten. I gotta call Phil, man. Bleiben Sie in der Leitung. Wir begannen zu ahnen, dass mehr an der Sache dran war. Hat er Call for Help oder Call Phelps gesagt? I gotta call Phil, man. Ein Informant hat William Phelps als einen von 2 Männern identifiziert, die mit dem Mord an Vicky Barton in Verbindung gebracht werden. Es klingt so, als hätte Jim Barton im Notruf den Namen Phelps gesagt. Oh, man. I gotta call Phelps, man. Jim Barton, der noch immer Lieutenant bei der Polizei von Springboro ist, behauptet, er habe Call for Help gesagt und kenne niemanden mit dem Namen Phelps. Er machte einen Notruf. Es gab also keinen Grund, jemanden um Hilfe anzurufen. Das Wort, das ich gehört habe, war Phelps. Wenn man mal davon ausgeht, dass der Inhalt strittig ist, weil die eine Partei oder einer was anders gehört hat als der andere, dann muss man die phonetische Textanalyse machen. Im angelsächsischen Bereich ist das ein sehr großes Problem und dafür hat man den an sich passenderen Ausdruck Disputed Utterances. Also es kann sein, dass 90% des Textes völlig unkontrovers sind und es kann dann sein, dass es an einem einzigen Wort hängt, sowas wie ein oder kein, was das Gegenteil von dem ersten wäre. Um herauszufinden, was Jim Barton tatsächlich gesagt hat, wenden sich die Ermittler an Dr. Robert Fox. Fox lehrt an der Ohio State University und ist Linguist und Experte für akustische Phonetik. Spracherkennung ist eine Wissenschaft. Wir haben viel Geld in sie investiert und dennoch ist nichts so gut wie das menschliche Ohr und das menschliche Wahrnehmungssystem. Menschliche Zuhörer sind auch menschliche Sprecher. Es gibt also eine sehr enge Verbindung zwischen den beiden. Dr. Fox soll bestimmen, ob Jim Barton Phelps oder for help gesagt hat. Um jegliche Voreingenommenheit zu eliminieren, wird Fox nichts über den Fall verraten. Man findet in der Regel beides vor, dass einfach pauschal gesagt wird, wir geben Ihnen gar keine Informationen, wir senden Ihnen keine Akten mit. Hören Sie sich die Sache einfach an, analysieren Sie technisch und sagen Sie uns, was Sie zu dem Problem herausfinden. Das ist die eine Methode. Die andere Methode ist aber schon, dass man gezielt eine Frage stellt und beides ist berechtigt. Notrufzentrale, was ist passiert? Ich glaube, meine Frau ist getötet worden. Wo ist sie? Und wer sind Sie? Ich bin Lieutenant Barton.
Dr. Fox nimmt die Notrufaufnahme und transferiert sie in eine Wellenform, in ein visuelles Bild, bestehend aus der Stimmenergie und dem Sprachrhythmus. Man tastet die Wellen, nichts anderes als Wellensalat ist das ja, was das akustische Signal ausmacht. Man tastet die ab, das heißt, man überführt die Wellen in einzelne Zahlenwerte, die dann im Rechner weiterverarbeitet werden. Fox interessiert sich hauptsächlich für zwei Geräuschgruppen, Vokale und Frikative. Frikative gehören zu den Konsonanten. Das ist eine Unterklasse von Konsonanten, die man auf Deutsch auch Reibelaute nennen kann. Die entstehen wie zum Beispiel F oder S oder Sch. Die entstehen, wenn die Luft, die aus dem Mund herauskommt, über eine mehr oder weniger scharfe Schneidekante in Turbulenzen gerät, also in Verwirbelungen, bevor sie aus dem Mund herauskommen. Und je nachdem, wo diese Verwirbelung entsteht, entstehen dann die einzelnen Laute. Also Verwirbelung zwischen Unterlippe und oberen Schneidezähnen. Es gibt dann ein F. Und Verwirbelung zwischen der Zungenspitze und der Rückseite der oberen Schneidezähne gibt ein S. Und Verwirbelung mit der Zunge weiter hinten im Mund gibt ein Sch. Mit Hilfe eines Computerprogramms macht Dr. Fox eine Spektralanalyse der Aufnahme. Eine Spektralanalyse in der Form, wie wir sie hier verwenden, ist eine dreidimensionale Darstellung des Sprachsignals oder überhaupt eines akustischen Signals. Das kann auch ein technisches Geräusch wie Türquietschen oder Tiergeräusch sein. Die Zerlegung in die Dimensionen Zeit, die läuft dann immer in der waagerechten Richtung, in der Frequenz oder wie unser Ohr sagen würde, Tonhöhe und der Signallautstärke der Energie in der dritten Dimension. Und das sind genau die drei Dimensionen, die unser Gehör auch braucht, um akustische Signale zu verstehen. Ich habe viele Fs von Mr. Barton isoliert und sie dann systematisch miteinander verglichen. Außerdem habe ich auch Hs des Mr. Barton herausgeschnitten und mit den Frikativen verglichen. Als das 2,5-sekündige Herzstück der Aufnahme analysiert ist, ergibt sich ein eindeutiges Resultat. Barton hat einen einfachen F-Laut gesprochen, wie in Phelps. Etwas so Komplexes wie For Help hat er nicht gesagt. Dieses Notrufband besaß den klarsten Notruf, den ich in dieser Art je gehört habe. Sehr einfach zu verstehen, sehr einfach zu analysieren. Die Audioanalyse enthüllt zudem noch etwas Unerwartetes. Während des Telefonats hat Jim Barton Gegenstände im Haus bewegt. Lieutenant Barton. Das sollte man nie tun. Und er ist ein ausgebildeter Spurensicherer. Er wusste, dass er im Haus nichts berühren oder bewegen durfte. Haben Sie etwas mit dem Raubüberfall auf Ihr Haus zu tun? Nein, habe ich nicht. Haben Sie etwas mit dem Mord an Ihrer Frau zu tun? Nichts. Jim Barton beteuert seine Unschuld und bietet freiwillig einen Lügendetektortest an. Er fällt durch. Als Bartons mögliche Verwicklung in den Fall öffentlich wird, meldet sich die Bedienung eines Restaurants. Sie behauptet, Jim Barton und William Phelps gemeinsam gesehen zu haben. Sie hat Jim Barton und William Phelps zusammen gesehen. Barton bestritt, Phelps zu kennen, doch sie sagte aus, die beiden gemeinsam gesehen zu haben. 10 Jahre nach dem Mord wird Jim Barton verhaftet und der Mitschuld der fahrlässigen Tötung angeklagt. Polizeiinformant Gary Hansen enthüllt jetzt eine weitere Information, die er bisher zurückgehalten hat. Er berichtete den Ermittlern, dass Jim Barton Kontakt zu seinem Bruder aufgenommen und gesagt hat, meine Frau muss eingeschüchtert werden. Kannst du einen Überfall machen, um sie zu erschrecken? Doch warum will Jim Barton seine Frau erschrecken? Dann erinnern sich die Beamten, dass Jim Barton sehr engagiert versucht hat, Polizeipräsident zu werden.
Um das zu erreichen, muss er aber in den Stadtgrenzen von Springboro wohnen. Möglicherweise wollte Vicky die 4000 Quadratmeter große Farm auf dem Land dafür aber nicht verlassen. Er wollte seine Frau dazu bringen, von der abgelegenen Farm in die Stadt zu ziehen, in der er sich dann dem Chefposten widmen könnte. Jim wollte Vicky erschrecken. Er hat die Leute angeheuert, um sie zu verängstigen. In einer Aussage der Cold Case Unit hieß es, er hätte diesen Leuten zusätzlich Geld gezahlt, wenn sie einen Schuss über Vickys Kopf abgegeben hätten. Die Ermittler glauben, dass es William Phelps gewesen ist, der an Vickys Haustür geklopft und nach Benzin gefragt hat. Wahrscheinlich wollte er sich vergewissern, dass sie allein ist. Später kommt Phelps mit einem Komplizen wegen des Raubüberfalls zurück. Doch der zweite, vermutlich unter Drogen stehende Mann, verliert die Kontrolle über sich und vergewaltigt Vicky. Um seine Identifizierung zu verhindern, tötet er sie anschließend. Die Ankläger glauben, dass Jim Barton bei seiner Heimkehr erwartet, dass seine Frau ihm von dem Überfall erzählt. Stattdessen findet er sie ermordet auf. Er alarmiert die Polizei. Laut Audioexperten murmelt er dabei unbewusst Verräterisches zu sich selbst. Ich überprüfe den Rest des Hauses. Meine ganzen Sachen liegen hier herum. Oh Mann, ich muss Phelps anrufen. Oh man. I gotta call Phelps, man. Bleiben Sie in der Leitung. William Phelps tötet sich 3 Monate nach dem Mord an Vicky selbst. Er hat keine Notiz hinterlassen. Seine Frau hat sich über Jahre gefragt, warum er Selbstmord begangen hat. Jim Barton ist nach dem Mord an Vicky nach Springboro gezogen. Doch seinen Traum, Polizeipräsident zu werden, hat er nie erreicht. Er wurde trotz 3er Bewerbungen nicht genommen. Vor dem Prozess wird Barton eine Verfahrensabsprache angeboten, für die er im Gegenzug Phelps Komplizen nennen soll. Doch er lehnt ab und behauptet weiterhin, nichts von dem Verbrechen gewusst zu haben. Es ist schwer zu sagen, was Jim Barton wusste und was nicht. Wir haben uns vorgenommen, wenn alles entschieden ist und die Berufungen vorüber sind, ihn zu fragen, ob er uns bei der anderen Person weiterhelfen kann. Jim Barton wird der Mitschuld der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen. Er muss für mindestens 15 Jahre ins Gefängnis. Hätte es die forensische Analyse seines Notrufs nicht gegeben, wäre der Fall womöglich nie aufgeklärt worden. Jim Barton ist da, wo er hingehört. Das ist nicht unbedingt befriedigend, denn er ist Polizist. Aber ein Verbrechen ist begangen und Gerechtigkeit geübt worden. Das sind Profis und für Profis ist das wirklich einfach. Niemand kommt mit einem Mord davon. Egal, welche Uniform man trägt, mit Mord kommt niemand davon. Ermittler beziffern die Chance mit 1 zu 1 Million. Ein kleiner Produktionsfehler auf einem Briefumschlag enttarnt einen Mörder, der den Tod vieler Menschen in Kauf nimmt, um sein eigentliches Opfer zu töten. Es
ist ein typischer Montagmorgen in der Transamerica Title Versicherung in Temple, Arizona. Vier Angestellte sind dabei, ihre tägliche Büroarbeit zu verrichten. Die 46-jährige Julie Williams arbeitet erst seit 2 Monaten bei Transamerica. Sie hatte diesen neuen Job bekommen. Alles lief wirklich gut für sie. Sie war glücklich. Wenn ich mit ihr telefonierte, brachte sie immer zum Ausdruck, wie gut alles ist und dass sich ein Gefühl von Friede und Freude in ihrem Leben ausbreitete. An diesem Montagmorgen nimmt Julie sich so gegen 9 ein Glas Wasser aus dem Wasserspender. Nach dem ersten Schluck beklagt sie ein Brennen auf Lippe und Zunge und warnt die Kollegen, von dem Wasser zu trinken. Sie ging runter auf die Toilette und die anderen machten sich Sorgen um sie. Die Kollegen sind verwirrt. Sie ließen etwas Wasser aus dem Spender und probierten es. Es verbrannte ihre Münder und sie mussten es ausspucken. Währenddessen kommt Julie jedoch nicht von der Toilette zurück. Sie war in der Kabine, doch die Tür konnte nicht geöffnet werden, da ihr Körper dagegen lag. Jemand musste von oben in die Kabine steigen oder unter der Seite durchkriechen. Julie ist bewusstlos. Minuten später trifft der Notarzt ein und bringt sie ins Krankenhaus. Sie lag im Koma und von da ab wussten wir, dass es sehr ernst ist. Die Ärzte baten uns, schnell zu kommen, denn sie konnten nicht einschätzen, wie es um sie steht. Die Ärzte vermuten, dass Julie einen schweren Schlaganfall erlitten hat. Doch es ist noch schlimmer. Diverse Computertomographien zeigten eine flache Linie, was einen Gehirntod bedeutete. Das konnten wir nicht verstehen. Die Ärzte teilen Julies 3 erwachsenen Kindern mit, dass ihre Mutter wahrscheinlich sterben wird. Ihr Herz, ihre Leber und ihre Nieren waren in Ordnung. Sie hätte noch lange leben können. Doch sie ist nie wieder aufgewacht. Die Ärzte raten der Polizei, das Wasser zu überprüfen. Als ich in den Pausenraum ging, nahm ich einen seltsamen Geruch wahr. Die meisten Toxikologen wissen sofort, um was es sich handelt. Cyanid. Dr. Lars Kröner ist Rechtsmediziner an der Universität Köln. Der Geruch macht Cyanid so auffällig, aber nicht für jedermann. Cyanide oder Blausäure haben einen bittermandelähnlichen Geruch und etwa 50% aller Menschen können ihn nur wahrnehmen. Der Rest kann ihn aus genetischen, erblichen Gründen also nicht wahrnehmen. Als Vorsichtsmaßnahme wird alles aus dem Pausenraum zur Untersuchung mitgenommen. Bei der Untersuchung der Dinge, Kaffeetassen, Maschine, der Kaffeeweißer, in allen schien eine kristalline Substanz zu sein. Alle Substanzen werden von den Ermittlern einem chemischen Schnelltest unterzogen. Es gibt Schnelltestverfahren für die Anwesenheit von Cyaniden. Flüssigkeiten können zum Beispiel mit kleinen Teststäbchen auf Cyanide getestet werden und die Blaufärbung zeigt dann letztendlich die Anwesenheit an. Ein gaschromatographischer Test bestätigt die Schnelltestergebnisse. Durch die Gaschromatographie kann man auch Spuren von Cyaniden noch empfindlicher nachweisen. Und auch die Konzentration wesentlich genauer bestimmen, also die Menge an Cyanid. Es stellt sich heraus, dass auch in der Kaffeekanne eine große Menge Cyanid ist. Etwa 1-2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht sind in etwa tödlich. Das heißt, bei einem normalen Menschen etwa 50 bis 100 Milligramm wirken bereits tödlich, also deutlich weniger als 1 Gramm. Im Wasserspender allein sind 32 Gramm pures Cyanid. Genug, um 150 Menschen zu töten. Doch wer will die Angestellten von Transamerica Title töten? Und warum? Julie Williams hat eine große Menge Cyanid aufgenommen und ihre Töchter stehen jetzt vor der schwierigen Entscheidung, die lebenserhaltenden Maschinen ausschalten zu lassen. Es gibt nichts, was die Medizin noch tun kann. Das ist eine schwierige Entscheidung. Man ist noch nicht so weit, Abschied zu nehmen und muss plötzlich die Entscheidung über ein Lebensende treffen. Die Ermittler haben die Gegenstände, in denen sich das meiste Cyanid befand, bereits entdeckt. Es sind die Kaffeekanne und der Wasserspender.
Es wäre nicht schwierig gewesen, alle vier Personen zu töten, denn Cyanid ist ein starkes Gift. Sie hätten gestorben sein können, bevor jemand herausgefunden hätte, was passiert ist. Die Polizei befragt die drei verbliebenen Versicherungsangestellten. Eine von ihnen, Diane Harry, macht eine erschreckende Aussage. Sie glaubt, sie sei das eigentliche Ziel gewesen. Diane sagt aus, sie hätte ein paar Abende zuvor mit ihrem Mann Whisky getrunken, der sofort Übelkeit bei ihr ausgelöst hätte. Zudem stimmte etwas mit dem Wasserkessel nicht, als sie Kaffee kochen wollte. Als sie den Weißer dazu gab, geronn alles. Die Ermittler untersuchen die Flasche Whisky und finden die Aussage bestätigt. Die Flasche enthält eine tödliche Dosis Cyanid. Louis Harry, Dianes Ehemann, hat eine Vermutung, wer dafür verantwortlich sein könnte. Er verdächtigt Roy Fitzpatrick, einen 43-jährigen Boten. Roy Fitzpatrick war der Ex-Freund einer Bekannten von Mr. Harry, wie er es beschrieben hat. Fitzpatricks Ex-Freundin ist die 33-jährige Sharon Jones. Ich habe mich mit Mr. Fitzpatrick nur kurz getroffen. Ein Nein hätte er nicht akzeptiert. Er hat mich bedrängt und gewürgt und mir angedroht, mich zu töten, wenn ich mich mit jemand anderem treffe. Mr. Harry war sehr beharrlich, damit ich eine einstweilige Verfügung gegen Mr. Fitzpatrick durchsetze. Er ging mit mir auch zum Gericht, um alles zu erledigen. Dann müssen Sharon Jones und Louis Harry feststellen, dass ihre einstweilige Verfügung genau das Gegenteil bewirkt. Sie verärgert Fitzpatrick, der fortan Drohbriefe an Louis Harry und seine Frau schreibt. Mr. Harry beschrieb den Inhalt der Briefe von Roy Fitzpatrick als Bedrohung für sich und seine Frau. Sie seien von Mal zu Mal böser geworden. Die Briefe sind gespickt mit rassistischen Beschimpfungen. Diesen Brief erhielt Diane Harry. Es ist schwer für mich, deinen Mann zu übersehen. Ich denke, ich muss dich ihm wegnehmen, damit er merkt, wie es sich anfühlt. Und Louis schreibt er, es wird nicht lange schmerzen, denn dich kriege ich dran. Die Ermittler fragen Fitzpatrick, ob er die Drohbriefe tatsächlich geschrieben hat. Zunächst bestreitet er das. Am Tag darauf kam er noch einmal zu mir und wollte mir die Wahrheit erzählen. Er gestand, die Briefe an Mr. Harry geschickt zu haben. Doch Fitzpatrick gibt an, er sei nicht wegen der einstweiligen Verfügung erbost gewesen, sondern weil Harry eine sexuelle Beziehung zu Sharon Jones angefangen hatte. Ich habe Louis Harry in einem Club getroffen und hatte mit ihm ein Verhältnis. Er wollte mich heiraten. Sobald seine Scheidung durch wäre, würde er mich heiraten. Roy Fitzpatrick findet heraus, dass das gelogen ist. Mr. Fitzpatrick ist Louis Harry eines Nachts von meiner Wohnung aus gefolgt und hat mich wenig später angerufen. Er sagte, dass Mr. Harry immer noch verheiratet sei, seine Frau weiter bei ihm wohne und dass er nicht in Trennung leben würde. Als die Polizei Louis Harry mit diesen Aussagen konfrontiert, bestreitet dieser alle Vorwürfe. Doch Roy Fitzpatrick hat noch eine Information für die Polizei. Er gesteht, Diane und Louis Harry vier Drohbriefe geschrieben zu haben. Doch drei weitere Briefe, die mit Schreibmaschine geschrieben wurden, seien nicht von ihm, also Fälschungen. Den Ermittlern fällt auf, dass einer dieser Briefe in einem Umschlag mit einem auffälligen Herstellungsfehler steckt. Die Stelle, an der sich die Enden treffen, ist umgeschlagen. Sie passen nicht so zusammen, wie es sein soll. Offensichtlich handelt es sich um einen Herstellungsfehler. Wenn man lange genug im Geschäft ist, weiß man, dass das ein bedeutsamer Fund ist. Speziell in einem Mordfall kann das ein wichtiges Beweisstück sein. An einem Fließband schneiden Klingen stapelweise Papier und erstellen dabei Blätter mit vier Flügeln. Wenn die Flügel miteinander verklebt werden, treffen sie sich in der Mitte des Umschlags. Dabei überlappt der rechte Flügel den linken. Diese kamen entlang des Fließbandes immer mehr aus der Position, in der sie eigentlich sein sollten.
Die Ermittler wissen nun, wenn sie den Besitzer dieser fehlerhaften Briefumschläge finden, finden sie auch den Mörder. Die Polizei ermittelt im Fall des Giftmordes an Julie Williams und des versuchten Mordes an Diane Harry. Hauptverdächtiger ist Roy Fitzpatrick, der Diane Harry und ihrem Ehemann Louis Drohbriefe geschrieben hat. Doch Fitzpatrick behauptet, nur 4 von insgesamt 7 Briefen geschrieben zu haben. Ich war skeptisch. Er sagte, er hätte nur die ersten 4 geschrieben und bestritt jetzt die letzten 3. Das schaffte erneut Zweifel und warf Fragen auf, sodass wir versuchen mussten herauszufinden, ob sich seine Aussage bestätigt oder nicht. Doch falls Fitzpatrick die 3 Briefe nicht geschrieben hat, wer war es dann? Die Ermittler durchsuchen das Büro von Louis Harry. Er arbeitet als Sportlehrer in einem örtlichen College. Es war sehr interessant, als sie in Mr. Harrys Büro gingen und von dort dieses große, über 1,70 Meter lange Regalbrett mitnahmen. Das wurde zu einem Experten der Arizona State University geschickt. In Louis Harrys Papiermülleimer finden sie eine Quittung von Chemenix, einer ortsansässigen Chemiefirma. Das Etikett hatte einen Warnhinweis mit Bezug auf den Gebrauch von Cyanid. Die Quittung wurde von einem Charles Holly unterzeichnet. Dieser hat beim Kauf erzählt, er benötige das Cyanid für seinen Chemieunterricht im College. Cyanide sind nicht für alle Menschen frei erhältlich, das ist auch gut so. Und bestimmte Berufsgruppen verfügen aber über Cyanide, zum Beispiel metallverarbeitende Gewerbe, Goldschmiede etc., Apotheker natürlich. Aber generell ist die Abgabe von Cyaniden beschränkt. Der forensische Schriftsachverständige Bill Flynn wird beauftragt, die Unterschrift auf der Quittung mit bekannten Signaturen von Louis Harry zu vergleichen. Der zweite Buchstabe im Namen Holly ist eiförmig, ein runder Buchstabe. Auch in dem Namen Harry gibt es einen runden Buchstaben. Und es gibt eine ganz bestimmte Art von Bewegung, um von dem H in den nächsten eiförmigen Buchstaben überzugehen. Beide Nachnamen enden mit einem Y. Flynn findet heraus, dass sie sich genauso gleichen wie die Haas am Anfang der Namen. Zum Beispiel die rechte Seite des H in Holly ist mit einer Rechtskrümmung im Uhrzeigersinn gemacht. Diese charakteristische Bewegung beim H findet sich im Namen Harry auch wieder. Die Ermittler wenden sich an die Firma Chemenix und zeigen deren Verkäuferin eine Reihe von Fotos. Die Frau identifiziert Louis Harry als den Käufer des Cyanids. Sie hat ihm das Cyanid über das Phoenix College Konto verkauft und er hat mit einem falschen Namen unterschrieben. Im Büro von Louis Harry finden die Ermittler eine Box mit Briefumschlägen. Beim Blick in die Schachtel finden sie 3 Umschläge, die den gleichen Defekt haben wie der Umschlag von einem der Drohbriefe. In der Tat war das ein durchgängiger Defekt. Man konnte erkennen, wie sich der Fehler an den Umschlägen über den Verlauf der Herstellung verstärkt hat. Normalerweise hätten sie die Leute in der Qualitätskontrolle herausgenommen, anstatt sie in die Schachtel zu tun. Ich war total überrascht, dass so etwas passiert. Die Chance liegt wahrscheinlich bei 1 zu 1 Million. Das beweist, dass Louis Harry sich zumindest einen Drohbrief selbst geschickt hat. Und auf dem Regalboden in seinem Büro finden die Ermittler Spuren von Cyanid. Doch wie hat Louis Harry Zutritt zum Bürogebäude seiner Frau bekommen, um das Wasser zu vergiften? Durch ein Schlüsselkartensystem bekommt man auch am Wochenende Zutritt. Man muss nur die Karte 1 kennen. Das Sicherheitssystem von Transamerica enthüllt, dass am Wochenende vor der Vergiftung jemand im Gebäude gewesen ist. Es war die Karte von Diane Harry, benutzt am Samstag um 10.18 Uhr. Doch Diane beteuert, am Wochenende nicht im Büro gewesen zu sein.
Diese Information wirft die Frage auf, wer hat die Karte benutzt. Es muss jemand gewesen sein, der Diane kannte. Und die Person muss Zugriff auf die Karte gehabt haben. Niemand der Befragten kann sich erinnern, am Wochenende eine Frau beim Betreten des Gebäudes gesehen zu haben. Doch ein Handwerker erinnert sich, einen Mann gesehen zu haben. Ein Handwerker ist dort gewesen und hat gewartet, um in das abgeschlossene Gebäude gelassen zu werden. Er hat ausgesagt, dass ein Afroamerikaner zwischen 10 und 10:30 in einem blauen Sportwagen erschienen sei. Der hätte ihm aber die Tür geöffnet. Er konnte ihn anhand von Fotos nicht identifizieren. Doch er erinnerte sich an das Auto, auf dessen Rücksitz ein Tennisschläger lag. Mr. Harry hatte einen Tennisschläger. Louis Harry wird verhaftet und angeklagt wegen Mordes an Julie Williams und wegen versuchten Mordes an seiner Frau. Doch warum hat er das getan? Die Ankläger vermuten, Louis Harry ist unglücklich in seiner Ehe mit Diane. Dann trifft er eines Abends in einer Bar Sharon Jones, eine Schülerin des College, an dem er arbeitet. Anfänglich belügt Louis Sharon, indem er behauptet, von seiner Frau getrennt zu leben. Es wurde innerhalb von 3 oder 4 Wochen sehr ernst. Louis verspricht Sharon sogar die Ehe, obwohl er weiterhin mit seiner Frau Diane zusammenlebt. Sharons Ex-Freund Roy Fitzpatrick erfährt von der Beziehung und schickt aus Verärgerung Drohbriefe an Louis und seine Ehefrau. Paradoxerweise kämpften sie nicht um mich, das war mir klar. Ich habe beiden gesagt, das passiert nicht, weil ihr mich wollt. Das ist wegen eures Stolzes. Diese Briefe lieferten Louis ein perfektes Alibi, wie er glaubte. Er wollte seine Frau mit Cyanid töten, Roy Fitzpatrick den Mord anhängen und Sharon Jones heiraten. Deshalb schreibt Louis selbst 3 weitere Briefe, um den Verdacht auf Fitzpatrick zu verstärken. Doch Louis benutzt einen Briefumschlag mit einem Herstellungsfehler. Louis kauft das Cyanid und unterschreibt mit falschem Namen. Handschriftliche Untersuchungen beweisen jedoch, dass es seine Unterschrift ist. Zuerst versucht Louis, seine Frau zu vergiften, indem er Cyanid in ein alkoholisches Getränk mischt. Sie trinkt es aufgrund des faulen Geschmacks aber nicht aus. Auch der Versuch, Cyanid in den Wasserkessel zu tun, schlägt fehl. Letztlich entscheidet Louis, den Sicherheitsausweis zu entwenden und das Cyanid im Büro seiner Frau in den Wasserspender und die Kaffeekanne zu tun. Julie Williams ist am Montagmorgen die Erste, die aus dem Wasserspender trinkt und deshalb eine große Menge Cyanid aufnimmt. Sie ist das unschuldige Opfer eines skrupellosen Ehemannes. Ich bin wirklich froh, dass er niemand anderem mehr wehtun kann. Und ich bin dankbar für ein System, das seine Bewohner vor Menschen schützt, die ihre eigenen Emotionen nicht kontrollieren können und die falsche Entscheidungen in ihrem Leben treffen. Im Prozess sitzen Louis' Ehefrau und seine Freundin nebeneinander. Keine von ihnen glaubt, dass er eines Mordes fähig ist. Die beiden Mädchen saßen angelehnt da. Die Damen schauten mich mit bösen Blicken an und unterstützten Louis Harry. Die Ermittler glauben, dass Louis ein finanzielles Motiv gehabt hat. Diane Harry hatte eine Lebensversicherung über $75,000 und er war der Begünstigte. Falls sie sterben würde, bekäme er das Geld. Louis Harry wird des Mordes und des dreifachen versuchten Mordes schuldig gesprochen. Er muss den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Nach fast 20 Jahren ist jetzt auch seine Freundin von seiner Schuld überzeugt. Mr. Harry hat etwas Schreckliches getan. Ich versuche, ihm zu vergeben, kann es aber nicht. Ich kann ihm noch nicht vergeben. Dianes Bruder ist auf den Dachboden gestiegen und hat noch mehr Cyanid gefunden.
Ich denke, da hat sie realisiert, dass er versuchte, sie zu töten. Cyanidvergiftungen sind eigentlich sehr selten geworden, weil es eben auch sehr gut nachweisbar ist und nicht frei verfügbar. Cyanide findet man hauptsächlich im Blut bei Brandleichen durch das Einatmen, denn auch Rauchgase enthalten Blausäure. Louis Harry sitzt im Arizona State Prison. Während eines Telefonats beteuert er weiterhin seine Unschuld. Mir tut es sehr leid für Julie Williams' Familie, dass sie das alles durchmachen musste. Was die Tat betrifft, ich habe das Verbrechen nicht begangen. Deshalb fällt es mir schwer, Reue für etwas zu zeigen, was ich nicht getan habe. Die Ermittler sind der Auffassung, dass die Beweise das Gegenteil belegen. Die Handschrift, der Briefumschlag, der Zeuge und das Cyanid in seinem Büro, alles deutet darauf hin, dass Louis Harry versucht hat, seine Ehe zu beenden. Es wäre schwer geworden, ohne die Übereinstimmung der Briefumschläge und ohne den Handschriftenvergleich eine Verurteilung zu erreichen. Es war wie bei der Entstehung eines Kunstwerks. Es begann und wuchs, bis alles zusammenpasste. Egal, welche Verteidigung sie auch vorbrachten, wir haben alles entkräftet. Sie denken, das Feuer wird ihr Verbrechen verschleiern. Doch ein winziger Hinweis, nicht größer als ein Reißnagel, bleibt zurück und liefert alle Informationen, die benötigt werden, um ein kaltblütiges Mördertrio hinter Gitter zu bringen. In einer kalten Januarnacht im Jahr 1991 wird die Feuerwehr von Camden, Tennessee, zu einem Hausbrand außerhalb der Stadt gerufen. Als die Feuerwehrleute am Brandort eintreffen, steht das Haus bereits komplett in Flammen. Da es sich in einer ländlichen Gegend befand, haben sie es nicht mehr gelöscht. Sie ließen es brennen und verschwanden. Die Hausbesitzer sind Danny Vine und Della Thornton. Da Dennys Truck nicht da ist, vermutet die Feuerwehr, dass die beiden nicht zu Hause gewesen sind. Truck und Anhänger waren nicht da, doch das Auto von Della Thornton, seiner Freundin, war da. Schlüssel im Zündschloss. Alle dachten, sie ist in seinen Truck umgestiegen und mit ihm gefahren. Von dem Haus ist so gut wie nichts mehr übrig geblieben. Das Haus war sehr klein, 85 Quadratmeter, maximal 90. Es war komplett ausgebrannt. Nichts ist geblieben außer der Platte, an die die Träger genagelt werden, und ein Teil der Veranda. Am nächsten Tag durchsuchen Familienmitglieder den Schutt. Dabei findet Dennys Bruder Knochenreste in den Trümmern. Das Büro des Sheriffs und die Behörden reagierten. Wenn Knochen in einem Brandherd gefunden werden, verstärkt das die Ermittlungen. Letztendlich war nicht viel übrig. Die Knochen waren nahezu pulverisiert, außer Schädel und Zähne. Nach sehr sorgfältiger Analyse bestätigen die forensischen Anthropologen von der Universität Tennessee, dass die Knochen von zwei Menschen stammen. Mit Hilfe von Zahnunterlagen identifizieren sie die Opfer als Danny und Della. Es kam mir vor, als erlebte ich ein Horrorszenario. Es war wie ein Traum, aus dem ich nicht mehr aufwachte. Wir leben hier in Camden, in einer ländlichen Gegend. Solche Dinge passieren hier einfach nicht. Der 27-jährige Danny Vine ist ein professioneller Taucher. Er kauft und verkauft Miesmuscheln, um Perlmuttschmuck herzustellen und als Saat für Zuchtperlen. Zu der Zeit war der Miesmuschelhandel ein reines Bargeschäft. Sie trugen $5,000 bis $10,000 in bar bei sich, um jederzeit Miesmuscheln kaufen zu können. Soweit ich weiß, hat Danny jeden gerecht behandelt und einen fairen Preis gezahlt. Wenn er etwas erzählt hat, war es die Wahrheit. Seine Lebensgefährtin, die 29-jährige Della Thornton, ist Fabrikarbeiterin. Ihre Hochzeit sollte nur wenige Monate später stattfinden.
Della war ein süßes Mädchen, sehr entspannt, hübsch, blond mit braunen Augen. Sie waren ein schönes Paar. Die sterblichen Überreste des Paares liegen auf dem Sofa im Wohnzimmer. Es deutet einiges auf Mord oder erweiterten Selbstmord hin. Das ist wichtig, denn wenn dein Haus brennt, sitzt du nicht auf dem Sofa, isst Popcorn und schaust beim Brennen zu. Du versuchst, aus dem Haus zu kommen und schaffst es auch, wenn du dich nicht verletzt hast oder gefesselt bist. Die Ermittler finden auch die Überreste des Familienhundes. Das einzige Verhalten, das zu einem lebenden Wesen passte, zeigte der Hund. Er wurde zusammengekauert in der Ecke gefunden. Ein speziell ausgebildeter Spürhund wittert einen Brandbeschleuniger. Und die Ermittler bemerken einen sogenannten Sattelbrand in der Nähe der Vordertür. Ein Sattelbrand ist für uns so eine Art Herunterbrennen. Eine brennbare Flüssigkeit wird ausgeschüttet und läuft in eine Richtung, in die sich dann auch das Feuer bewegt. Gaschromatographietests der Asche bestätigen, dass Benzin als Anzünder benutzt wurde. Die Ermittler vermuten, dass fast 40 Liter davon im Haus und über den Körpern ausgeschüttet worden sind. Das Feuer hat nicht nur die Leben von Danny, Della und dem Hund genommen. Es hat auch eine Menge potenzielle Beweise zerstört. Der forensische Anthropologe Dr. William Bass findet heraus, dass Della und Danny nicht durch das Feuer getötet worden sind. Er entdeckt im Schädel von Danny ein Geschoss. Wenn eine Kugel aus Blei in den Knochen eindringt, fangen die Enden an, sich aufzublättern und zu splittern. Man findet diese Splitter, diese winzigen Punkte, durch die keine Röntgenstrahlen gehen, überall im Schädel. Darum ist das Röntgenbild an einigen Stellen weiß oder hell. Das Geschoss hat das Kaliber .38. Dr. Bass findet auch in Dellas Schädel Bleifragmente. Zu diesem Zeitpunkt gingen wir von Mord und nicht von Selbstmord aus, denn wir fanden im Haus keine Pistole mit dem Kaliber .38. Danny besaß eine .45. Wer auch immer geschossen hatte, hatte den Tatort verlassen. Wir waren sicher, dass es Mord war. An einer abgelegenen Straße, nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt, finden die Ermittler Dannys Truck samt Anhänger. Dieser ist leer. Freunde liefern der Polizei ein mögliches Motiv für die Taten. Sie behaupten, der Anhänger wäre vor den Morden mit Muscheln im Wert von $2,500 beladen gewesen. Für einen Muscheltaucher ist ein Anhänger voller Muscheln ein Anhänger voller Geld. Wir hatten zudem Spuren eines Fahrzeugs neben Dannys Anhänger gefunden, das dort zum Umladen geparkt worden war. Da wir den Truck ohne die Muscheln fanden, gingen wir von einem Raub aus. Bedauerlicherweise finden sich keine Fingerabdrücke. Der Truck ist gereinigt worden, es gab von niemandem Fingerabdrücke, nicht einmal von Danny Vine. Danny kauft Miesmuscheln von Tauchern und verkauft sie an Firmen, die daraus Schmuck machen oder sie für die Perlenzucht nutzen. Man kann schon sagen, dass die meisten Perlen weltweit hier aus dem Tennessee River stammen. Miesmuscheltauchern wird nachgesagt, sie hätten einen sehr rauen Charakter. Man muss körperlich und mental fit sein, um in das dunkle, kalte Wasser des Tennessee River zu steigen und mit den Händen im Matsch herumzuwühlen, in der Hoffnung, nichts zu finden, was man nicht finden will. Fakt ist, dass die meisten Miesmuscheltaucher, mit denen wir während des Falles zu tun hatten, schon wegen zahlreicher Verbrechen verurteilt worden waren. Da die Ermittler Raub als Motiv für die Morde vermuten, nehmen sie zu sämtlichen Firmen Kontakt auf, die innerhalb der letzten 2 Wochen Muscheln gekauft haben. Das bringt den Durchbruch. Denn einer Firma sind Muscheln angeboten worden, die verdächtig ausgesehen haben. Sie hatten ihr Wassergewicht verloren. Nach einigen Tagen im Trocknen öffnen sich die Muscheln ein bisschen und entleeren ihr Wasser. Muscheln werden nach Gewicht bezahlt. Wenn sie ihr Wasser also verlieren, sind sie nicht annähernd so viel wert. Zudem sind die Muscheln so beschädigt, als seien sie bereits durch einen Rüttler gegangen, der sie nach Größe ordnet.
Wenn eine Ladung Muscheln bei einem Käufer auftaucht, die Beschädigungen und Markierungen aufweist und vermutlich durch einen Rüttler gegangen ist, ist das ein Hinweis darauf, dass die Muscheln höchstwahrscheinlich gestohlen worden sind. Die Ermittler finden heraus, dass die beschädigten Muscheln von der Frau eines ortsbekannten Muscheltauchers verkauft worden sind. Sein Name ist Gary Bruce. Gary und auch seine beiden Brüder Jerry Lee und Robert mussten wegen einiger Vergehen Haftstrafen absitzen. Manchen Strafen sind sie durch Einschüchterung entgangen. Ich erinnere mich an ein Interview mit einem Zeugen an einem unbekannten Ort. Dort sprengten sie während des Interviews ein Gebäude, um dem Zeugen mitzuteilen: Wir kriegen dich, wann immer wir wollen. J.C. Bruce ist wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes verurteilt worden. Er hatte ein Mädchen missbraucht und gewürgt. Er dachte, sie sei tot, doch sie überlebte und sagte gegen ihn aus. Zur Zeit der Morde saß er nicht mehr. Er war vom Gouverneur begnadigt worden. Als die Polizei die Bruce-Brüder befragt, bestreiten sie jegliche Beteiligung an den Morden. Sie kamen mit Kathleen Bruce, ihrer Mutter, und einem Alibi. Sie sagten, sie seien alle auf ihrem Grundstück in einer Baracke gewesen und hätten den ganzen Abend Poolbillard gespielt. Stimmt das? Wenn ja, stecken die Ermittlungen in einer Sackgasse. Die Ermittler sind überzeugt davon, dass die drei Bruce-Brüder etwas mit den Morden an Danny Vine und Della Thornton zu tun haben. Die Männer präsentieren jedoch ein Alibi und behaupten, den ganzen Abend mit ihrer Mutter verbracht zu haben, die das bestätigt. Doch als die Polizei etwas genauer nachforscht, beginnt das Alibi zu bröckeln. Sie haben eine Frau befragt, die sagte, ich war an dem Abend mit Kathleen Bruce zusammen, aber da war keiner der Jungs. Laut Aussage eines Geschäftsmannes sind die Brüder stattdessen am Abend der Morde an einer Tankstelle gesehen worden. Nur Stunden, bevor das Feuer ausgebrochen ist. Die Bruces kamen, nahmen 2 5-Gallonen-Behälter und befüllten sie mit Benzin. Einer der Brüder erzählte dem Tankstellenbesitzer, dass es in Camden eine heiße Nacht geben würde. Für uns war das der Hinweis auf das Feuer. Doch dieser Verdacht allein reicht natürlich nicht aus. Wir hatten ein wackeliges Alibi, konnten sie aber nicht mit dem Tatort in Verbindung bringen. Es gab Gerüchte und Anspielungen und einige Personen, die hatten sie zusammen an einem Ort gesehen. Andere wieder irgendwo anders. Die Ermittler wenden sich wieder ihren Beweisen zu, den verbrannten Überresten der Opfer. Und erneut liefert der forensische Anthropologe hilfreiche Informationen. Brandmuster belegen, dass Danny Vine mit dem Gesicht auf dem Sofa gelegen haben muss. Der glückliche Zufall bei den Ermittlungen war, dass dort, wo das Geschoss saß, auch die geringsten Verbrennungen am Körper waren. Die Intensität des Feuers war vorn am Schädel nicht so stark wie hinten. Das Blei im Geschoss ist geschmolzen. Das darum liegende Kupfergehäuse hat sich nach dem Aufprall auf dem Knochen aber nur aufgeschält und ist nicht zerstört worden. Kupfer hat seinen Schmelzpunkt bei knapp 1100 Grad Celsius. Der Bleikern hingegen aus der Mitte des Geschosses, der geschmolzen und ausgelaufen ist, hat einen Schmelzpunkt nahe 300 Grad. Am Kupfergehäuse des Geschosses befinden sich charakteristische Rillen, die die Waffe identifizieren, aus der die Kugel stammt. Die Verdächtigen bestreiten jedoch, eine Waffe zu besitzen. Wir hatten zwar ein Geschoss, aber keine Waffe für einen Vergleich. Doch dann meldet sich eine Zeugin, die behauptet, Gary Bruce beim Schießen mit einer Waffe gesehen zu haben. Sie sagte aus, dass er plötzlich stehen geblieben wäre und eine Pistole gezogen hätte. Sie vermutete, es sei ein Revolver Kaliber .38. Mit dem hätte er einige Schüsse auf einen Baum abgegeben. Die Frau führt die Ermittler zu dem Baum. Und tatsächlich befindet sich darin ein Einschussloch. Für den Blick ins Innere wird der Baum gefällt. Das Puzzle nahm langsam Form und Gestalt an.
Wir merkten, dass das ein wichtiges Beweisstück in diesem Fall ist. Mit Hammer und Stemmeisen versuchen die Ermittler, an das Geschoss zu kommen, ohne es zu beschädigen. Als sie es letztendlich herausbekommen, sehen sie sofort, dass die Zeugin sich nicht geirrt hat. Das Geschoss hat Kaliber .38. Das Geschoss aus dem Baum und das Geschoss aus dem Schädel von Danny Vine werden dem Schusswaffenexperten Tommy Heflin geschickt. Die meisten Schusswaffen haben Balkenspiralen, die rechts oder links drehend in den Lauf geschnitten oder gepresst werden. Das verleiht dem Geschoss eine Rotation auf dem Weg ins Ziel. Obwohl beide Geschosse schwere Beschädigungen aufweisen, kann Heflin ihre Streifenbildung vergleichen. Ergebnis? Sie stimmen perfekt überein. Es war hundertprozentig dieselbe Waffe. Wir haben sie zwar nie gefunden, doch durch die Indizien konnten wir beweisen, dass sie Gary Bruce gehörte. Das war entscheidend. So konnten sie beweisen, aus welcher Waffe das Geschoss kam und wem sie gehörte. Aufgrund eines Geschosses aus einem Baum werden die Brüder Bruce verhaftet und des zweifachen Mordes angeklagt. Als Carol Vine hört, dass die Brüder Bruce wegen der Morde an ihrem Sohn Danny und ihrer zukünftigen Schwiegertochter Della verhaftet wurden, wird sie umgehend blass. Kurz vor den Morden hatte Della ihr erzählt, dass Jerry Lee Bruce sich ihr genähert hatte. Jerry hat in der Zeit versucht, mit ihr auszugehen, doch sie wollte nicht. Sie hat ihm gesagt, dass er nie so ein Mann werde wie Danny. Ich denke, das war der Grund, warum er sie erschießen wollte. Töten wollte. Die Ankläger vermuten jedoch, dass das Hauptmotiv Raub ist. Es ist Winter und zu kalt für die Brüder Bruce, im Tennessee River nach Muscheln zu tauchen. Deshalb entschließen sie sich, welche zu stehlen. In der Mordnacht werden die drei von Zeugen auf einer Tankstelle gesehen. Sie befüllen dort Plastikcontainer mit Benzin und Gary Bruce erzählt dem Tankstellenbesitzer, dass es in Camden eine heiße Nacht werde. Die Ankläger vermuten, dass die Brüder Danny Vine erst ausrauben und ihn dann töten wollen. Überraschend kommt Della Thornton nach Hause. Als sie den Truck der Brüder vor der Tür stehen sieht, ahnt sie, dass es Ärger gibt. Als sie ins Haus geht, um Danny zu helfen, werden beide erschossen. Chemische Tests beweisen später, dass die Brüder das Haus mit Benzin in Brand gesteckt haben. Die Lage von Dannys Kopf bewahrt das Kupfergehäuse des Geschosses vorm Schmelzen und verbindet die Bruce-Brüder mit dem Mord. Die Täter fahren Dannys Truck zu einem abgelegenen Weg und stehlen dort seine Muscheln im Wert von ca. $2,500. Sie entfernen sämtliche Fingerabdrücke aus dem Truck, machen mit den Muscheln aber einen riesigen Fehlgriff. Entweder sie wissen nicht oder es interessiert sie nicht, dass Danny die Muscheln bereits durch einen Rüttler gegeben hat, um so ihren Wert zu bestimmen. Als die Ehefrau von Gary Bruce versucht, die Muscheln zu verkaufen, merkt der Käufer sofort, dass sie gestohlen sind. Das Muschelgeschäft ist ein Millionengeschäft. Viele Leute kaufen Muscheln illegal und hinterfragen auch nicht, woher sie kommen.
Doch sie benötigen eine Quittung. In diesem Fall konnten wir anhand der Quittung zurückverfolgen, dass die Bruces die Muscheln in Imperial, Tennessee verkauft hatten. Während die Brüder in Untersuchungshaft sitzen, klettert Gary Bruce über einen Maschendrahtzaun im Freizeitbereich des Gefängnisses und flieht. Wir hatten Mühe, ihn zu finden. Wir suchten mit Pferden, im Wasser und mit Hubschraubern. Wir suchten überall mit Kollegen aus allen Einheiten. Vierzehn Monate lang entkommt Gary Bruce der Polizei und schafft es in dieser Zeit auf die Liste der 10 meistgesuchten Verbrecher des Landes. Dank eines anonymen Hinweises wird er dann aber doch in der Nähe von Nashville, Tennessee, festgenommen. Gary, Jerry Lee und Robert Bruce werden des zweifachen Mordes, der Brandstiftung und wegen Verstößen gegen das Schusswaffengesetz schuldig gesprochen. Jeder der drei wird zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Sie haben es wegen des Geldes getan. Deshalb haben sie mir das Kind, den Thorntons, ihre Tochter und uns allen zukünftige Enkelkinder genommen. Kathleen Bruce, die 60-jährige Mutter der Mörder, wird zu 8 Jahren Haft verurteilt, da sie ihren Söhnen ein falsches Alibi gegeben hat. Ich denke, sie haben nicht geahnt, wie das Urteil ausfällt. Doch Tatsache ist, sie bekamen, was sie verdient haben. Viele Leute waren darüber sehr glücklich. Das senkte die Kriminalitätsrate in der Gegend signifikant. Am Ende ist es der forensischen Wissenschaft zu verdanken, dass die Brüder Bruce verurteilt worden sind. Wir hatten Glück. Viele Leute glauben, wenn sie ein Haus in Brand setzen, wird alles zerstört. Doch das ist nicht so. Es sind immer Beweise da. Und in diesem Fall waren es sehr viele. Die Kriminaltechnik war in diesem Fall entscheidend. Ohne die Ballistik und ohne das Wissen über die Entstehung eines Brandes hätten wir keinen Fall gehabt. Zehn Jahre lang ist das Verschwinden einer College-Studentin ungeklärt. Erst eine neue wissenschaftliche Methode wirft anderes Licht auf einen Fall, in dem ein Mann schon immer verdächtig gewesen ist. Nach der Einwanderung aus Kuba wollen Luis Melendi und seine Frau Yvonne ein besseres Leben für ihre Kinder und legen deshalb viel Wert auf deren Ausbildung. Shannon, ihre 19-jährige Tochter, teilt diese Ansicht und plant eine Karriere im Rechtswesen. Shannon erhellte jeden Raum. Sie war unglaublich. Man spürte sofort ihre Anwesenheit, wenn sie einen Raum betrat. Sie war das Traumkind für jede Mutter und jeden Vater. Sie war herausragend in dem, was sie tat. Sie probierte alles in ihrem Leben mit Genuss aus. Sie ist Klassensprecherin in der Miami Southwest High School und macht ihren Abschluss mit Cum Laude. Nach der High School besucht sie die Emory University in Atlanta. Sie wusste genau, was sie wollte. Und strebte danach. Die ersten 2 Jahre auf der Uni verlaufen ereignislos. Doch im März 1994 ist Shannon plötzlich spurlos verschwunden. Wir hatten eine 19-jährige Studentin, die plötzlich wie vom Erdboden verschluckt war. Am Tag ihres Verschwindens hat sie bei einem Softball-Turnier geholfen, um zusätzliches Geld zu verdienen. Sie notierte am Morgen erstmals die Spielstände, dann war Mittagspause und seit dem Verlassen der Anlage hat man nichts mehr von ihr gesehen oder gehört. Eine Freundin meiner Schwägerin kam und erzählte meinem Mann, dass Shannon verschwunden ist. Er fiel zu Boden und sagte, wir werden sie nie wiedersehen. Als die Polizei von Shannons Verschwinden erfährt, glaubt sie zunächst an einen College-Streich.
Tagelang dachten wir, dass es um ein wild gewordenes College-Mädchen geht. Shannon war gerade aus einem großen Frühlingsurlaub zurückgekehrt und hatte dort eine Menge Jungs und Mädchen kennengelernt. Vermutlich lungerte sie einfach mit jemandem herum. Shannons Mitbewohnerin findet das Auto ihrer Freundin am nächsten Tag verlassen auf einer Tankstelle. Die Schlüssel stecken noch. Die Polizei bittet sie, Shannons Auto zum Campus zu fahren. Das Auto wurde zuerst nicht als Beweisstück gesehen. Das kam erst viele Tage später nach Shannons Verschwinden, als schon mehrere Personen in dem Auto gewesen und mit ihm gefahren waren. 11 Tage nach Shannons Verschwinden erhält die Universität einen Anruf. Ein Mann rief die Hotline der Emory-Universität an. Er sagte, dass er Shannon hat und seine Forderungen später stellen würde. Der Mann sagte, ich habe Shannons Ring, den Ring, den sie von ihrer Tante hat. Shannon ist okay, sie vermisst ihre Familie. Dann legte er auf. Wir haben wirklich geglaubt, dass Shannon noch am Leben ist. Wir hofften erneut von ihr zu hören, doch daraus wurde nichts. Das FBI lokalisiert das Münztelefon in 30 Kilometer Entfernung. Fingerabdrücke findet es nicht. Doch in einem kleinen Stoffsack finden sie Shannons Ring, eingewickelt in Abdeckband. Das war das erste Mal, dass wir Hoffnung hatten, Shannon retten zu können. Bitte, bringen Sie unsere Tochter zurück. Geben Sie sie uns zurück. Wir lieben dich, Shannon. Shannon Melendi wird seit März vermisst. Die Studentin wurde Samstag zum letzten Mal gesehen. Die Melendis haben $10.000 ausgesetzt. Freunde hängen weiterhin Poster mit Shannons Bild auf. Ich hoffe nur, dass alles gut wird und dass die Leute, die sie haben, sich schuldig fühlen und sie laufen lassen. Die Polizei befragt jeden, der sich auf dem Softballfeld befunden hat. Der Clubmanager bestätigt, dass Shannon als Ergebnisschreiberin fungiert hat. Der Werfer des Spiels erzählt der Polizei eine erstaunliche Geschichte. Oh Gott, jedem musste aufgefallen sein, was an dem Tag passiert ist. Das war bizarr. So etwas ist mir vorher noch nie während eines Softballspiels passiert. Chastain behauptet, dass der Schiedsrichter seine Augen nicht von Shannon Melendi lassen konnte. Mitten im Wurf drehte er sich um, ging zurück und begann mit dem Mädchen zu sprechen. Ich war mitten im Wurf und er hat die Nerven, sich umzudrehen und entscheidet dann Fehler. Ich fragte ihn, woher willst du das wissen? Du hast doch gar nicht geschaut. Freunde, das machte mich verrückt. Der Schiedsrichter ist der 33-jährige Butch Hinton, ein Mechaniker bei Delta Airlines. Er war ein charismatischer Kerl und unterrichtete Kinder in der Sonntagsschule. Er war in der Kirche sehr engagiert, machte Sport, war Schiedsrichter. In der Befragung durch die Polizei gibt Hinton zu, mit Shannon gesprochen zu haben. Nach dem Spiel habe er sie allerdings nicht mehr gesehen. Er sagt aus, er sei direkt nach Hause gegangen und hätte einige Telefonate mit Freunden geführt. Die Überprüfung dieser Angaben bestätigt sein Alibi. Von den Telefonaufzeichnungen und durch Gespräche mit anderen Zeugen wussten wir, dass Butch die Telefonate von zu Hause geführt hat. Die Polizei bekommt einen Durchsuchungsbefehl für Hintons Haus, findet jedoch nichts. So verläuft die Spur von Shannons Entführer im Sande und frustriert Polizei und Angehörige. Es erscheint wie ein anderes Leben. Ich erinnere mich an Dinge vor und nach Shannon. Es ist, als wäre man zwei Personen. Und ich bin nicht der, der ich eigentlich sein sollte. 6 Monate nach Shannons Verschwinden kehrt die Polizei noch einmal zu Butch Hintons Haus zurück. Dieses Mal, um einen Brand zu untersuchen, der im Obergeschoss in einem der Schlafzimmer ausgebrochen ist. Er behauptete, es sei ein Unfall mit einem Staubsauger gewesen. Doch der erste Blick auf die Feuerursache machte klar, es war Brandstiftung. Flüssiganzünder ist auf den Boden gegossen und angezündet worden. Er machte einen Versicherungsfall daraus. Es sah nach Betrug aus. Während der Brandermittlungen erfährt die Polizei etwas anderes Interessantes. Eine Nachbarin hat beobachtet, dass Hinton 6 Monate zuvor ein Lagerfeuer in seinem Garten gemacht hat.
Sie beschrieb es als sehr gespenstisch. Es hätte sehr abschreckend auf sie gewirkt, sehr bizarr. Erneut untersuchen die Ermittler Hintons Grundstück. Dieses Mal benutzen sie einen Bagger, um die Feuerstelle im Garten auszuheben. Und tatsächlich finden sie etwas Merkwürdiges. 12 Frauenpullover, alle in kleiner Größe. Ich kannte seine Frau, ich bin mit ihr zur Schule gegangen. Die Kleidung, die wir unter der Feuerstelle fanden, entsprach nicht ihrer Größe. Sie gehörte niemandem, der dort lebte. Nach Aussage der Melendis gehörte keiner der Pullover Shannon. Es ist doch nicht normal, dass jemand Frauenkleidung in seinem Garten vergräbt. Erst recht nicht, wenn sie nicht seiner Frau gehört. Wie finden Sie es, dass die Polizei Ihren Garten und Ihr Grundstück umgräbt? Hinton beteuert, nichts von den Pullovern gewusst zu haben. Er geht davon aus, dass ein früherer Hausbesitzer sie dort vergraben hat. Die Ermittler glauben das nicht. Man überlegt, wer noch in Frage kommt. Wer ist vermisst? Von wie vielen Opfern wissen wir noch nichts? Kriminaltechniker vom FBI aus Washington finden weder Blut noch sonstige Beweise auf den Pullovern. In der Feuerstelle finden die Ermittler noch Kabelbinder, Reinigungsmaterial und Plastikschuhe, wie sie von Kriminaltechnikern an Tatorten getragen werden. In Hintons Garage werden 9 Rollen Klebeband gefunden. Doch nichts davon deutet auf einen Mord hin. Ich stand in Kontakt mit Clint Van Zandt, einem Profiler vom FBI. Wir lernten uns gut kennen und er sagte mir ein paar Dinge, die ich meiner Familie nicht erzählte. Er versicherte mir sehr früh, dass Butch Hinton Shannon umgebracht habe. Ich habe das lange Zeit für mich behalten. Butch Hinton wird wegen Brandstiftung und anschließendem Versicherungsbetrug angeklagt und zu 9 Jahren Haft verurteilt. In dieser Zeit hört man weder etwas von Shannon Melendi noch von ihrem Kidnapper. Über nahezu ein Jahrzehnt weiß niemand, was mit Shannon Melendi passiert ist. Ihre Eltern setzen die Suche nach Antworten fort und hören so viele Theorien ohne echten Beweis. Das verändert das Leben und ist eine große Bürde, auch für die Ehe. Es ist eine Belastung für Kinder, Freunde und Familie. Wir haben viele Freunde verloren, die uns ganz direkt gesagt haben, dass sie nichts mehr über Shannon, sondern nur noch über fröhliche Dinge hören wollen. Da der Hauptverdächtige in Shannons Fall aufgrund von Brandstiftung im Gefängnis sitzt, bleiben die Ermittlungen auf der Strecke. Die Prioritäten liegen woanders. So viele unglückliche äußere Umstände kamen in diesem Fall zusammen. O.J. Simpson war 3 Monate später. Das beschäftigte viele vom FBI. Da war Oklahoma und da war Centennial Park. All diese Dinge waren größer als Shannons Fall. Die Staatsanwälte John Petrie und Mike McDaniel eröffnen den Fall von Shannon Melendi neu. Sie sind überzeugt, dass Butch Hinton etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. John Petrie war wie jemand aus einem Film. Das Wunder. Der Heilige tritt ein. Er war für einige Sekunden ganz still und dann sagte er, ich habe auf diesen Anruf 10 Jahre lang gewartet. Die Staatsanwälte haben zusätzlichen Druck, da Butch Hinton kurz vor der Haftentlassung steht. Das FBI schickte uns Boxen voller Aktenordner, die ich alle durchging. Ich begann mit Nummer 1 und benutzte kleine Klebezettel für Notizen und Textmarker. Ich markierte A, Dinge, die stark auf die Schuld von Butch Hinton hindeuteten, und B, Dinge, dass er es nicht war. Ich hatte zu der Zeit noch keine Ahnung. Die beiden Staatsanwälte benötigen forensische Beweise.
Um die zu bekommen, beginnen sie mit der Untersuchung des Stoffsacks, in dem sich Shannons Ring befunden hat. Der Ring lieferte keine forensischen Ergebnisse. Es gab keine Fingerabdrücke, keine Faserspuren. Doch der Sack war ein wichtiges Beweisstück. Die Ermittler finden heraus, dass der Sack von der Millhiser Corporation hergestellt worden ist. Millhiser hatte nur einen Abnehmer in Georgia, der diese Säcke kaufte. Das war die Fulton Paper Company. Und die Fulton Paper Company hatte für diese Säcke auch nur einen Abnehmer. Und das war Delta Airlines. Zufällig arbeitet Butch Hinton für Delta Airlines als Mechaniker. Delta-Angestellte nutzen diese Säcke, um kleine Ersatzteile darin aufzubewahren. Während der ersten Ermittlung hat die Polizei in Butch Hintons Schreibtisch ähnliche Stoffsäckchen gefunden. Doch erst jetzt, 10 Jahre später, werden die Säckchen von forensischen Wissenschaftlern untersucht. Wir haben den Abstand der Kettfäden gemessen, die zwei Richtungen des Gewebes, und wir haben die Fäden gezählt. Mary Miller bestätigt, dass beide Säckchen in Aufbau, Größe und Webmuster gleich sind. Beide Verschlussfäden bestehen aus derselben Wollpolyester-Mikrofaser. Als nächstes untersuchen die Wissenschaftler das Klebeband, in das Shannons Ring eingewickelt gewesen ist, mit dem Klebeband, das in Butch Hintons Garage gefunden wurde. Sie stimmten überein in Bezug auf die Breite des Klebebandes, des benutzten Klebemittels und der Oberflächenbeschichtung der nicht klebenden Seite. Doch auf dem Klebeband, mit dem Shannons Ring umwickelt gewesen ist, findet Miller noch etwas, das jahrelang übersehen worden ist. Es sind winzige Metallpartikel, deutlich sichtbar gemacht durch ein Infrarotspektrometer. Man konnte das Vorhandensein dieser Partikel nicht einfach ignorieren. Sie brachten uns auf einen neuen Pfad, ein wirklich bemerkenswerter Fund. Die Wissenschaftler nehmen eine Probe und untersuchen sie per Rasterelektronenmikroskop. Wir haben sie uns per rasterelektronischer Aufnahmen angeschaut. Bei dieser Art der Darstellung erscheinen Metallpartikel sehr hell. Das bewies uns, dass die Elemente ein höheres atomares Gewicht haben und im Periodensystem weiter unten stehen. Anders gesagt, diese Partikel sind einzigartig. Da war eine Kupfer-Nickel-Legierung, die ich noch nie in der Umwelt gesehen hatte. Und eine Wolfram-Kobalt-Legierung, die ebenfalls nicht in der Umwelt vorkommt. Ein bisschen Recherche offenbart die Herkunft. Der einzige Industriezweig, der diese Legierungen nutzt, ist die Flugzeugindustrie. Zu der Zeit, zu der Shannon verschwand, hat Delta Airlines diese Legierungen benutzt, um die Triebwerke zu ummanteln. Herauszufinden, dass diese Metalle nur bei Herstellern von Flugzeugtriebwerken verwendet werden oder bei Wartungsfirmen, ich denke, das war sehr entscheidend in diesem Fall. Die Wissenschaftler finden dieselbe Legierung auf den Klebebandrollen aus Hintons Garage. Vermutlich hat er sie von der Arbeit mitgenommen. Was wir auf den 10 untersuchten Rollen Klebeband fanden, waren dieselben ungewöhnlichen Metallpartikel, die wir schon auf dem Klebeband vom Münzfernsprecher gefunden hatten und auf einem kleinen Stück aus Butch Hintons Auto. Als das FBI den beiden Staatsanwälten Butch Hintons Führungszeugnis schickt, erfahren sie eine schockierende Tatsache. Bevor Butch Hinton nach Atlanta gezogen ist, wurde er in Illinois 3-mal wegen sexuellen Missbrauchs und Entführung verurteilt. In einem Fall überraschte ihn seine Ehefrau dabei, wie er ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigte. Sie sagte im späteren Verfahren gegen ihren Mann aus. Sie hatte silbernes Klebeband über ihrem Mund. Sie war gefesselt mit Elektrikerklebeband, silbernem Klebeband und Stricken. Kabel waren um ihre Handgelenke und Knöchel gebunden. Hinton wird wegen dieses Verbrechens nur zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Richter gab Hinton 4 Jahre. Er kam nach 2 Jahren wieder frei, verließ den Bundesstaat
zog nach Georgia und tötete wahrscheinlich meine Tochter. Die Ankläger wissen, dass Butch Hinton Shannon Melendi auf dem Softballplatz kennengelernt hat. Womöglich haben sie in einem nahegelegenen Restaurant gemeinsam Mittag gegessen. Shannon kehrt zu den Nachmittagsspielen nicht mehr auf den Platz zurück. Die Ankläger vermuten, dass Hinton sie zu sich nach Hause gebracht und dort missbraucht hat. Später am Nachmittag tätigt er einige Telefonanrufe, um sich ein Alibi zu verschaffen. Er fährt Shannons Auto auf einen Parkplatz und lässt die Schlüssel stecken. Dann kehrt er nach Hause zurück, wo er Shannon später in der Nacht tötet. Ob er ihre Leiche im Garten verbrannt hat oder sie auf andere Art losgeworden ist, bleibt bis heute ein Rätsel. Hinton nimmt Shannons Ring, wickelt ihn in das Klebeband und verstaut ihn in dem Stoffsäckchen. Beide Utensilien hat er bei der Arbeit gestohlen. Er ahnt nicht, dass diese Gegenstände mit einer Legierung von seinem Arbeitsplatz kontaminiert sind und ihn daher mit den Verbrechen in Verbindung bringen. Nachdem die Geschworenen die Beweise kennen, ist ihr Urteil vorhersehbar. Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten Colvin C. Hinton schuldig. Und zu Anklagepunkt 2 der absichtlichen Tötung? Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten Colvin C. Hinton schuldig. Hinton wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Kein Auge blieb im Gerichtssaal trocken. Wir hatten das Beste für die Familie erreicht, denn diese Person wird das Tageslicht nie wiedersehen. Warum mich dieser Fall so angetrieben hat, ich weiß nicht, ob ich es jemals erfahren werde. Ich glaube, vieles geht auf das erste Gespräch mit Louis zurück, als er sagte, ich habe 10 Jahre gewartet. Wie hätte ich diesen Mann nur enttäuschen können? Das Hauptaugenmerk unserer Familie lag immer darauf, Butch Hinton daran zu hindern, eine andere Familie zu verletzen. Sie so etwas durchmachen zu lassen. Es gibt viele Butch Hintons da draußen. Und deshalb müssen wir unsere Gesetze ändern, damit Familien nicht das durchmachen müssen, was wir durchmachen mussten. Ich bin normalerweise ein Befürworter der Todesstrafe, doch ich denke, der Tod wäre zu schnell für ihn. Sie haben so etwas Kleines wie dieses Säckchen und finden damit ihren Täter. Es ist verblüffend, dass so etwas geht. Das zeigt, wie weit wir es in der Welt gebracht haben. Das ist ausgeflippt. Wow. »16 Jahre lang wird der Tod einer Frau für einen Unfall gehalten, bis jemand behauptet, es sei Mord gewesen. Doch bevor die Polizei diese Person näher befragen kann, wird auch sie ermordet. Ein Zufall?« Die 42-jährige Barbara Purcell, eine Ergotherapeutin, lebt und arbeitet in Rockford, Illinois. Sie ist eine starke, kontaktfreudige Person, die es liebt zu lachen. Sie war unabhängig und konnte hart sein. Sie hat immer für sich gesorgt, war aber auch sehr fürsorglich. Für die Personen, um die sie sich kümmerte, tat sie alles. Am 6. Juni 2001 hat Barbara Dienst von 7 bis 15 Uhr. Doch sie erscheint nicht. Barbara lebt allein. Anrufe auf ihrem Mobiltelefon bleiben unbeantwortet. Freunde alarmieren die Polizei. Eines unserer Patrouillenfahrzeuge bekam die Aufgabe, einen sogenannten Fürsorgecheck zu machen. Auf den ersten Blick erscheint alles normal. Die Haustür ist abgeschlossen und niemand öffnet nach dem Klingeln. Er überprüfte das Haus und fand die Hintertür angelehnt und eine Fensterscheibe zerbrochen. Er konnte ins Innere schauen und sah das Opfer auf der Treppe liegen. Es ist Barbara Purcell. Sie wird noch an Ort und Stelle für tot erklärt. Es scheint, als sei es kein Unfall gewesen.
Im Treppenhaus war eine große Menge Blut, in der Küche hingegen war nur wenig. Anhand der Totenstarre findet der Rechtsmediziner heraus, dass Barbara bereits am Abend zuvor verstorben ist. Wir reden über einen Zeitraum von 12 Stunden. In der Kriminaltechnik ist das eine ziemlich vage Aussage, obwohl jeder präzise Antworten haben will. Doch die gibt es nicht. Das Vorhandensein von Fliegeneiern deutete an, dass sie wahrscheinlich am Tag vor ihrem Auffinden gestorben war. Viele Räume im Haus sind durchstöbert worden. Barbaras Schmuck ist weg und ihre Sammlung seltener Münzen. Auch Barbaras Ehering ist verschwunden. Freunde sagen aus, sie hätte ihn immer getragen, obwohl sie von ihrem Mann getrennt lebte. Zunächst sah es nach einem Einbruch aus, wobei das Opfer den Einbrecher womöglich überrascht hat. Oder die Einbrecher haben gewartet, dass das Opfer nach Hause kommt. Aufgrund der Position von Barbaras Kleidung vermuten die Beamten, dass sie sexuell missbraucht worden ist. Es konnte ein Fremder gewesen sein. Oder jemand, der wusste, dass sie Werte zu Hause hat und der es auf diese Werte, speziell auf die Münzsammlung, abgesehen hatte. Vielleicht war es auch jemand, der sich zu ihr hingezogen fühlte und sie deshalb vergewaltigt hat. Draußen findet die Polizei wichtige Spuren. Im Kies und auf einer Wiese hinter dem Haus sind Reifenspuren. Sie folgten den Spuren im Gras und fanden einen abgelegenen Platz neben dem Haus, an dem anscheinend ein Auto versteckt worden war. Nach dem Fotografieren der Abdrücke benutzen die Ermittler Gips, um einen Abdruck von der Spur zu machen. Spürhunde der Polizei durchkämmen das Feld, finden aber nichts. Im Büro des Sheriffs überprüft Detective Wagner, ob es Aufzeichnungen über ähnliche Verbrechen in der Nachbarschaft gibt. Am Anfang jeder Ermittlung will man alle Möglichkeiten bedenken. Ist gerade jemand aus dem Gefängnis entlassen worden? Wer hat Bewährung wegen sexuellen Missbrauchs oder wegen Einbruchs? Wir fanden heraus, dass bereits vor dem Einzug der Purcells schon einmal in das Haus eingebrochen worden war. Dabei wurden Gewehre gestohlen. Ansonsten hat es in der Gegend keine weiteren Einbrüche oder Vergewaltigungen gegeben und es leben auch keine Straftäter dort. Der erste Hinweis im Mordfall Barbara Purcell kommt aus einer unerwarteten Quelle. Es sind die Telefonaufzeichnungen vom Nachmittag des Mordtages. Die Polizei findet heraus, dass jemand gegen 16.30 Uhr dreimal kurz hintereinander bei Barbara angerufen hat. Wir haben uns mit der Telefongesellschaft in Verbindung gesetzt und haben uns alle ankommenden Anrufe geben lassen. Einige stammten von einem Willie Brown aus Rockford, Illinois. Die Beamten fragen sich, ob Brown angerufen hat, um herauszufinden, ob jemand zu Hause ist. Generell kann man sagen, dass Einbrecher ihre Taten begehen, wenn jemand da ist. Als wir Willie Brown verhört haben, haben wir ihn mehrmals gefragt, warum er im Haus angerufen hat, wen er dort kennt und welchen Beruf er hat. Er bestritt, dort jemanden zu kennen, und er bestritt, die Anrufe getätigt zu haben. Doch als die Ermittler ihn mit den Telefonaufzeichnungen konfrontieren, ändert Brown seine Geschichte. Wir fragten ihn, wen er denn anrufen wollte, denn das waren keine normalen Anrufe. Er sagte, er wollte die Nummer einer Annonce aus der Zeitung anrufen. Das haben wir überprüft. Die Nummer war tatsächlich identisch mit der Nummer der Purcells. Brown wollte eine Nummer anrufen, die auf 0736 endet. Doch stattdessen hat er 0726 gewählt, Barbaras Nummer. Fürs Erste wird Willie Brown als Verdächtiger ausgeschlossen. Bei der Autopsie findet der Rechtsmediziner Barbaras Todesursache heraus. Barbara Purcell ist an einem akuten Schädelhirntrauma gestorben, das durch mehrere Schläge auf den Kopf verursacht worden ist. Nach meiner Einschätzung waren es 2 bis 4 Kopftreffer. An ihrer rechten Hand hat sie einen gequetschten Finger, an ihrer linken Abschürfungen. Vermutlich war sie abgewandt von ihrem Angreifer. Er hat sie von hinten attackiert. Und die Verletzungen an ihren Händen deuteten an, dass sie sie hochgehalten hat, um ihren Kopf vor den Schlägen zu schützen.
Die Blutspritzer verrieten mir, dass der Vorfall am oberen Ende der Treppe begonnen und sich die Treppe herunter fortgesetzt hatte. Ich konnte bestimmen, dass Mrs. Purcell mindestens 3 Schläge abbekommen haben musste. Da Barbara teilweise unbekleidet aufgefunden worden ist, gehen die Ermittler davon aus, dass sie sexuell missbraucht worden ist. Doch ein entsprechender Schnelltest ist negativ. Das nährt die Vermutung, dass der Täter den Tatort inszeniert hat, um es nach einer Vergewaltigung aussehen zu lassen. Ein genauerer Blick auf die Hintertür offenbart eine weitere Ungereimtheit. Das Glas schien von innen nach außen gebrochen zu sein. Das meiste Glas wurde auf der Schwelle zwischen Innen- und Außentür gefunden. Was nicht logisch wäre für jemanden, der versucht, in ein Haus einzubrechen. Andere Türen oder Fenster sind aber verschlossen. Wie ist der Mörder also hereingekommen? Die einzige Person, die außer Barbara einen Schlüssel besitzt, ist ihr noch Ehemann Willard. Das Paar hat sich erst 5 Tage vor dem Mord getrennt. Ich glaube, beide vermuteten vom jeweils anderen, dass er eine Affäre habe. Er telefonierte oft mit seinem Arbeitshandy und ging nach draußen, wenn er angerufen wurde, um mit den Leuten zu sprechen. Sie stritten sich deswegen. Als sie sich ein Handy besorgte, vermutete er, dass der Grund dafür eine Affäre ihrerseits sei. Wir konnten nie beweisen, dass sie eine hatte. Eine Woche bevor Barbara getötet wird, verwandeln sich Willards Vermutungen in Ärger. Barbara kam von der Arbeit nach Hause. Da sprang er aus der Küche, attackierte sie mit einem Elektroschocker und verursachte Male an ihrem Hals. Unsere Beamten fuhren zum Tatort und nahmen ihn in Gewahrsam. Natürlich will die Polizei von Willard wissen, wo er am Nachmittag des Mordes war. Willard Purcell gab an, dass er am Tag des Mordes bei der Arbeit war. Er hat seinen Arbeitsplatz um 15 Uhr verlassen und ist direkt zum Haus seines Bruders gefahren, wo er den ganzen Abend geblieben ist. Wenn das stimmt, hat Willard ein solides Alibi. Denn sein Arbeitsplatz in Chicago ist 90 Autominuten von Barbaras Haus entfernt. Dann gibt es in diesem Mordfall eine bizarre Wendung, denn die Ermittler stellen fest, dass Barbara wenige Tage vor ihrem Tod bei der Polizei angerufen hat. Sie behauptet, ihr Ehemann hätte seine erste Frau umgebracht. Das Opfer ist damals am Treppenabsatz gefunden worden. Das Ereignis wurde als Unfall eingestuft. Doch bevor jemand den Behauptungen von Barbara nachgehen kann, wird sie selbst ermordet. Als wir von seiner ersten Frau erfuhren, war meine Reaktion natürlich, hat er sie beide umgebracht. Zufall? Oder haben die Todesfälle miteinander zu tun? Bevor Barbara Purcell ermordet wurde, hat sie die Polizei angerufen und ihren Mann des Mordes an seiner ersten Frau beschuldigt. Sie hat keinen Beweis, lediglich eine Vermutung. Wenige Tage später liegt sie tot auf ihrer Treppe, ähnlich wie die erste Frau ihres Mannes. Da wurde uns bewusst, dass seine erste Frau auch Opfer eines Mordes geworden sein konnte. Daraufhin hat der Staatsanwalt entschieden, dass genug Gründe für eine Exhumierung seiner ersten Frau vorliegen. Obwohl 16 Jahre vergangen sind, findet der Rechtsmediziner eine 6 cm lange Verletzung am Hinterkopf von Crystal Purcell und einen Schädelbruch. Die Ergebnisse besagten, dass sie die Treppe runtergefallen ist. Es gab keine Beweise dafür, dass sie gestoßen wurde. Und so etwas könnte man auch gar nicht sehen. Jetzt konzentrieren sich die Ermittler wieder auf den Mord an Barbara Purcell. Sie beschlagnahmen den Truck des verdächtigen Willard. Die Reifen von Willards Auto werden zum Vergleich mit den Spuren vom Tatort ins forensische Labor geschickt. Ich stellte fest, dass das Ablaufmuster und das Designprofil passten. Daraufhin schaute ich mir die individuellen Charakteristika an. Unglücklicherweise endet dort die Übereinstimmung. Obwohl Willards Reifen in Marke und Modell passen, ist der Gipsabdruck nicht deutlich genug, um die feinen Details vergleichen zu können.
Ich konnte keine aussagekräftige Übereinstimmung feststellen, da die individuellen Charakteristika fehlten. Als nächstes schauen sich die Ermittler die Abwehrverletzungen an Barbaras Hand an und bemerken etwas Seltsames. Die Wunden befinden sich auf dem Handrücken, nicht in den Handflächen, in denen Abwehrverletzungen in der Regel zu finden sind. Die Ermittler schicken die Beweise einem forensischen Odontologen. Dr. Lowell Levine erklärt, was sein Kollege herausgefunden hat. Es gab mehrere Wunden, deren charakteristische Merkmale durch Zähne entstanden sein konnten. Ein bisschen ungewöhnlich ist, dass sich diese Wunden auf dem Handrücken befanden. Doch wessen Zähne haben diese Male verursacht? Die Ermittler machen Gipsabdrücke von Willard Purcells Ober- und Unterkiefer. Anhand dieser Abdrücke stellen Zahntechniker Folien her, die zum Vergleich über die Bilder von Barbaras Hand gelegt werden. Die Zähne des Verdächtigen waren sehr ungewöhnlich. Er hatte sehr eng stehende Zähne, von denen einige hervorstanden. Und einer seiner Schneidezähne, ein großer Frontzahn, ragte nach unten. Aufgrund all dieser Dinge hatte er ein außergewöhnliches Bissmuster. Er wäre der Traum eines jeden Kieferorthopäden. Mit Hilfe der Folien identifiziert der Odontologe 5 einzelne Zahnabdrücke auf Barbaras Handrücken. Die offensichtlichsten Verletzungen wurden mit den oberen Schneidezähnen verursacht, wahrscheinlich von den beiden mittleren. Sie müssen bei einem Abwehrschlag gegen die Zähne des Verdächtigen entstanden sein. Der Rechtsmediziner weiß, wann Barbara diese Verletzungen beigebracht worden sind. Der Rechtsmediziner stellte fest, dass sie gleichzeitig mit dem Angriff entstanden sind. Die Identität der Person, die die Abdrücke auf ihrer Hand hinterlassen hat, war also entscheidend. Alle forensischen Beweise belasten Willard Purcell. Und sein Alibi fängt an zu bröckeln. Anfangs hat er der Polizei gesagt, dass er am Tag des Mordes bei der Arbeit gewesen sei. Doch Polizeirecherchen ergeben, dass das nicht der Fall gewesen ist. Wir stellten schnell fest, dass nichts davon wahr ist. Er hatte seine Arbeit um 11 Uhr verlassen. Die Ermittler finden zudem heraus, dass sich Willard um den Zeitpunkt des Mordes in der Nähe von Barbaras Haus befunden hat. Wir haben später sein Mobiltelefon überprüft. Er hatte Anrufe über den Funkmast in Rockford gemacht und nicht über Funkmasten im Gebiet von Chicago. Rockford ist der Wohnort von Barbara. Und die Besitzerin eines Familienrestaurants in der Nähe von Barbaras Haus hat Willard Purcell am Nachmittag des Mordes beim Essen erkannt. Er verhielt sich merkwürdig. Sie sagte, er hatte einen Hotdog bestellt, einen Bissen genommen und ihn weggeschmissen. Sie fragte ihn, ob alles in Ordnung sei. Er sagte ja, hatte ihn aber dennoch weggeworfen. Bei der Durchsuchung von Willards Besitz finden die Ermittler Mülltüten gefüllt mit Gegenständen aus Barbaras Haus. Willard behauptet, Barbara hätte ihm die Taschen bei seinem Auszug mitgegeben. Doch in einer Mülltüte befindet sich ihr Ehering. Niemand glaubt, dass Barbara ihm den Ring gegeben hätte. Sie wurde ohne ihren Ehering gefunden. Kollegen von ihr erzählten uns, dass sie den Ring trotz ihrer Eheprobleme normalerweise trug. Willard Purcell wird verhaftet und des Mordes an seiner zweiten Frau angeklagt. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie denke und mit ihr reden möchte. Jedes Mal, wenn ich ein gutes Buch lese, möchte ich ihr davon erzählen. Und ich möchte ihr sagen, dass sie 2 Enkelkinder hat. Ich vermisse sie sehr. Willard Purcell sitzt in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess. Währenddessen erfahren die Ermittler, dass sich die Ehe der Purcells in den letzten Jahren zunehmend verschlechterte. Sie schliefen nicht mehr im selben Raum, sie entfernten sich zusehends voneinander und ich glaube, er spürte, dass sie die Scheidung wollte.
Wahrscheinlich war das stärkste Motiv, seine Frau zu töten, dass er keine Scheidung durchmachen wollte. Er wollte alles, was er besaß und in seinem Leben verdient hatte, behalten und nicht mit ihr teilen. Das Paar trennt sich. Nur zwei Tage später dreht Willard durch und greift seine Frau körperlich an. Dass Barbara den Vorfall der Polizei meldet, macht ihn zusätzlich wütend. Mehrere Tage später verlässt Willard die Arbeit bereits um 11 Uhr morgens und fährt zu Barbaras Haus. Sein Mobiltelefon verrät später, dass er sich am Mordnachmittag in der Nähe des Hauses seiner Frau aufgehalten haben muss. Willard versteckt sein Auto im Feld hinter dem Haus und verursacht dabei die Reifenabdrücke im Matsch. Er benutzt seine Schlüssel, um ins Haus zu gelangen, und wartet auf Barbaras Heimkehr. Er überrascht sie oben an der Treppe und schlägt ihr auf den Kopf. Barbara wehrt sich, schlägt ihm ins Gesicht und zieht sich dabei die Zahnmale auf ihrem Handrücken zu. Willard arrangiert den Tatort und will so eine Vergewaltigung vortäuschen. Er stiehlt einige Gegenstände, darunter ist auch der Ehering seiner Frau. Doch Willard Purcell macht an diesem Tag zu viele Fehler. Das zerbrochene Fensterglas außerhalb des Hauses gehört dazu. Im Prozess gibt Willard zu, dass sie gekämpft haben. Doch er behauptet, der Treppensturz sei ein Unfall gewesen. Zudem hätte Barbara noch gesprochen, als er gegangen sei. Forensische Experten sagen, dass das unmöglich ist, aufgrund der Schwere ihrer Kopfverletzungen. Barbara Purcell konnte nach den Schlägen auf den Kopf nicht mehr sprechen. Tatsächlich war sie sofort bewusstlos. Und der Blutspurenexperte kann aufgrund von Größe und Form der Blutspritze genau sagen, was passiert ist. Diese elliptischen Flecken mit dem Schwanz, sie sind Hinweis auf Spritzer, die von einer Person oder einer Waffe abgeschleudert wurden. Diese Art der Flecken findet man aber nicht bei Stürzen. Diese Spritzer entstehen nur bei massiver Gewalteinwirkung auf einen menschlichen Körper. Das Blut und die Zahnspuren sehen die Ankläger als Beweis dafür, dass Barbara vor Willard gewesen sein muss, als er mit einem Gegenstand auf sie eingeschlagen hat. Das war der zwingende Beweis dafür, dass er sie getötet hat. Ich würde sagen, das war wahrscheinlich entscheidend. Die Staatsanwälte vermuten, dass Purcell auch etwas mit dem Tod seiner ersten Frau zu tun hat. Beweise gibt es dafür aber nicht. Doch es gibt genug Beweise, um Willard Purcell für den Mord an seiner zweiten Frau Barbara zu bestrafen. Purcell wird zu mindestens 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Beweise sprechen für sich. Der Blutspurenexperte sagte uns, dass es drei Schläge auf der Treppe gegeben hat. Mindestens drei. Ich denke, da ist es schwer für die Geschworenen zu glauben, dass es ein Unfall gewesen sein könnte. Ich war überrascht, wie viel sie aus den Blutspritzern erkannten und dass sie bewiesen, dass es kein Sturz gewesen ist. Ich bin froh darüber, dass das geklappt hat, denn ansonsten wäre er nie verhaftet worden und für seine Tat ins Gefängnis gekommen. Die Bissspuren waren in diesem Fall bemerkenswert, genauso wie die Reifenspuren, das Blut, die Spritzeranalyse. Sehr beeindruckend. Mitten in der Schönheit des ländlichen Idaho verschwindet ein pensionierter Lehrer. Doch obwohl er verschwunden ist, werden seine Rechnungen pünktlich bezahlt und er schreibt seiner Familie. Sie kann ihn jedoch nicht erreichen. Das sind die Zutaten eines der ungewöhnlichsten Vermisstenfälle in den USA. Für 22 Jahre ist Paul Gruber der populärste Lehrer an der Incline High School in der Nähe des Lake Tahoe. Seine Liebe sind das Reisen und fremde Sprachen. Er liebte es, an all diese Orte zu fahren und die jeweilige Sprache zu sprechen. Er betonte das immer wieder. Der Hauptvorteil des Lernens einer fremden Sprache ist, dass man beim Reisen allein zurechtkommt.
Ich fuhr in meinem Junior High School Jahr mit ihm nach Mexiko. Es machte Spaß. Wir gingen tanzen. Wie peinlich. Egal, wir hatten eine schöne Zeit. Als Paul Gruber Anfang 50 ist, erbt er etwas Geld und geht in den Ruhestand. Er zieht nach Sandpoint, Idaho und kauft sich ein Haus am Rande des Lake Muskrat. Er mochte das langsame Leben. Sandpoint hat das gleiche Lake Tahoe-Gefühl. Kurz nach Weihnachten 1993 schickt Paul seinem dreijährigen Enkel wie jedes Jahr eine Geburtstagskarte. Doch Pauls Tochter merkt sofort, dass etwas mit der Karte nicht stimmt. Es war eine kurze Notiz und nicht sehr herzlich. Das kam mir komisch vor. Etwas stimmte damit nicht. Ich holte alte Geburtstagskarten hervor und verglich die Schrift. Das war nicht seine Unterschrift. Shelley hinterlässt ihrem Vater eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Doch er ruft nicht zurück. Schließlich informiert sie die örtliche Polizei und bittet sie, sich nach dem Wohlergehen ihres Vaters zu erkundigen. Die Beamten treffen niemanden an und es gibt keinen Hinweis auf einen Einbruch. Stattdessen finden sie ein nahezu leeres Haus vor. Es waren keine persönlichen Sachen dort. Kleidung, Zahnbürste, Haarbürste, nichts. Alles leer. So als würde niemand dort leben. Oder als hätte niemand das Haus gemietet. Musikanlage, Fernseher, teure Dinge, alles weg. Shelley entschließt sich, eine Falle zu stellen. Sie hinterlässt eine erfundene Nachricht auf dem Anrufbeantworter ihres Vaters, in der sie ihn an den Geburtstag ihres Mannes erinnert. Kannst du das Geld schicken, über das wir gesprochen haben? Sie tat das, um zu sehen, was passiert. 5 Tage später schickt ihr Vater einen Scheck über $25 zum Geburtstag ihres Mannes. Sie wusste, dass ihr Vater nie versprochen hatte, ihrem Mann einen Scheck zu schicken. Und ich glaube, er hatte auch keinen Geburtstag. Das alles ließ sie vermuten, dass etwas mit ihrem Vater passiert sei. Um herauszufinden, ob die Karte und der Scheck von Paul Gruber stammen, wird eine Schriftanalyse durchgeführt. Susanne Seitz ist freie Schriftsachverständige und kennt die entscheidenden Untersuchungsmethoden. Wir setzen unterschiedliche Methoden ein, einmal die physikalisch-technischen Untersuchungsmethoden, die da wären die elektrostatische Oberflächenuntersuchung auf blinde Druckrillen und zum anderen auch unterschiedliche Farbfilter. Und dann natürlich der direkte Schriftabgleich mit Vergleichsmaterial. Ein Schriftsachverständiger der Polizei von Idaho vergleicht die Handschrift auf dem Scheck und dem Briefumschlag mit bekannten Schriftproben von Paul Gruber. Am Ende der Handschriftenanalyse war sich der Untersuchende sicher, dass es Grubers Handschrift ist. Pauls Familie glaubt das aber nicht. Für mich sah das nicht nach seiner Unterschrift aus und mein Ehemann stimmte mir dazu. Daraufhin begann ich, weitere Telefonate zu führen. Die Polizei überprüft Pauls finanzielle Transaktionen und entdeckt, dass er seine Rechnungen pünktlich bezahlt und seine EC-Karte benutzt, um Geld abzuheben. Doch den Beamten fällt eine Besonderheit auf. Keiner der benutzten Automaten hatte eine Kamera. Nicht einer. Das fanden wir etwas seltsam. Ist das nur ein Zufall? Und wenn es Paul gut geht, wo lebt er dann? Und warum beantwortet er die Telefonanrufe seiner Familie nicht? Shelley Kepley ist überzeugt davon, dass ihrem Vater etwas zugestoßen ist. Sie ruft das Postamt in Sandpoint an und fragt nach, wer die Post ihres Vaters aus dem Postfach holt. Eine Überwachungskamera liefert teilweise eine Antwort. Unglücklicherweise hatte sie jemand verdreht, sodass wir nur eine Silhouette der Person sehen konnten, die kam und zu seinem Postfach ging. Die Silhouette passt nicht zu Paul Gruber. Doch jemand meint, den 43-jährigen Daryl Kewell zu erkennen, einen Handwerker, der für Paul gearbeitet hat.
Der Vergleich der Silhouette mit einem Bild von Kewell bestätigt dies. Kewell lebte, soweit wir wissen, in Kalifornien und Washington. Er hatte eine große Familie. Eine Frau, 6 oder 7 Kinder. Kewell bestätigt, dass er die Post für Paul abholt. Er behauptet, Gruber hätte ihn kurz vor einer Reise nach Kanada darum gebeten. Die Ermittler zeigen Kewell ein Foto von Paul Gruber. Doch Kewell kennt den Mann auf dem Bild nicht und behauptet, das sei nicht der Paul Gruber, den er kenne. Jemand gab sich gegenüber Daryl Kewell als Paul Gruber aus und beauftragte Kewell als Hausbetreuer. Wir baten ihn, uns bei der Erstellung eines Phantombilds dieser Person zu helfen. Phantombilder entstehen nur noch selten per Zeichnung. Computerprogramme helfen heutzutage bei der Erstellung. Barbara Meyer von der Polizei Heidelberg und ihre Kollegen nennen sich trotz PC noch immer Phantombildzeichner. Das ist heute in der Regel, dass Phantombilder mit Computer erstellt werden. Der Vorteil darin liegt, der schnellere Versand. Und man muss eigentlich nicht mehr so künstlerisch begabt sein, ein Phantombild zu erstellen. Der Computer bietet dem Phantombildzeichner die Merkmale eines Gesichtes in einzelnen Segmenten an. Der Zeuge muss nun anhand der einzelnen Merkmale das Gesicht des Gesuchten zusammensetzen. Normalerweise entsteht die Reihenfolge so: das Basisbild, dann Haare, Auge, Nase und Mund. Je nachdem, sagt der Zeuge, er kann sich besser an die Augen erinnern, dann fange ich mit den Augen an und setze später Haarsegment, Nase- oder Mundsegment auf. 2 bis 3 Stunden dauert es, bis so ein Phantombild erstellt ist. Der Erfolg für die spätere Fahndung hängt wesentlich vom Erinnerungsvermögen des Zeugen ab. Derzeit liegt es bei uns bei ca. 50 bis 60 Phantombildern im Jahr und die Erfolgsquote liegt bei 8 bis 10%. Mit einem Computerprogramm von 1993 ist dieses Phantombild von dem Mann erstellt worden, der sich als Paul Gruber ausgibt. Niemand meldet sich nach dessen Veröffentlichung. Es vergehen Monate ohne ein Lebenszeichen des wahren Paul Gruber. Wir wussten immer noch nicht, wo Gruber ist, konnten ihn nicht finden. Wir waren uns nicht sicher, ob dem Mann etwas zugestoßen ist. Die Polizei nimmt sich noch einmal das Haus von Paul vor und durchsucht das Anwesen mit Leichenspüren. Irgendetwas im Haus stört Detective Valdez. Es ist ein kleiner Läufer im Foyer, der auf den Fußboden geklebt worden ist. Das machte mich verrückt. Warum klebt jemand einen Teppich auf einen Holzfußboden? Das ist verrückt. Meine Frau würde mich umbringen, wenn ich sowas täte. Und so zogen wir ihn ab. Unter dem Teppich finden die Ermittler eine Furche im Boden. Es scheint, als sei ein Geschoss am Boden abgeprallt. Tests des Holzes offenbaren Spuren von Blei. Die Polizei setzt Luminol ein und weist so unter anderem neben dem Schussloch Blut nach. Wir begannen, die Tür abzusprühen und konnten nach oben hin überall weiße Flecken erkennen. Die fielen auf. Wenn man ein Bleichmittel oder Ähnliches benutzt, stechen sie wirklich heraus. DNA-Tests beweisen, dass es Paul Grubers Blut ist. Doch wo ist sein Körper? Wir hatten weder Gruber noch seine Leiche. Wir konnten seinen Tod nicht beweisen. Daryl Kewell, ein 43-jähriger Hausmeister, hat ausgesagt, dass dieser Mann sich ihm gegenüber als Paul Gruber ausgegeben hat. Doch dieser Mann ist offensichtlich ein Hochstapler. Über Monate hat niemand von dem wahren Paul Gruber gehört. Die Ermittlungen liefen weiter. Das Erste, wonach wir suchten, war die Leiche. Wir versuchten herauszufinden, wo sich der Körper von Paul Gruber befindet. Daryl Kewell ist in der Gemeinde sehr angesehen und besitzt keine Vorstrafen. Die Überprüfung seiner Finanzen offenbart jedoch, dass erst kürzlich $20.000 auf seinem Konto eingegangen sind.
Auf Paul Grubers Konto sind zur gleichen Zeit Abbuchungen in dieser Höhe vermerkt. Kewell gibt zu, diese Überweisungen getätigt zu haben. Er sei beauftragt, damit Pauls Rechnungen zu bezahlen. Nichts davon klang für mich wahr. Ich habe viele Freunde. Aber ich habe keine Freunde, die ich gerade kennengelernt habe und die mich bitten, Rechnungen in Höhe von 500 oder 600 Dollar zu bezahlen. Die einzigen Beweise, die die Ermittler haben, sind die Geburtstagskarte und der unterschriebene Scheck. Ein Schriftsachverständiger hatte herausgefunden, dass die Handschrift auf den Dokumenten die von Paul Gruber ist. Paul Grubers Familie widerspricht dem. Ich war absolut überzeugt, dass sie es nicht ist. Man hat es schwer, wenn Experten sagen, ja, sie ist es, und man selbst meint nein. Die Unterlagen werden einem weiteren Schriftsachverständigen für eine zweite Untersuchung zugeschickt. Erst als ich wusste, wie seine Unterschrift aussieht und was seine individuellen Merkmale sind, schaute ich mir die fraglichen Dokumente an. Es dauert nicht lange, um festzustellen, ob eine Schrift gefälscht oder echt ist. Es werden allgemeine und besondere Schriftmerkmale erhoben, die da sein könnten. Der Druckverlauf, Bewegungsführung, Formgebung oder Mikrobewegungen wie Vor- und Rückschläge, aber auch immaterielle Verbindungen, Größenverhältnisse der Schrift. Und das sucht man im zu untersuchenden Schriftmaterial und schaut dann, ob man es im Vergleichsmaterial wiederfindet. Der auffälligste Buchstabe in den Schreiben ist das P. Paul Gruber hat durchgehend einen großen Bogen bei diesem Buchstaben. Im fraglichen Dokument sind die Ps anders. Die Bögen waren nicht schön geformt. Sie fehlten entweder ganz oder waren zu länglich. Einzelne Buchstaben beinhalten auch einzelne Schriftmerkmale. Die werden erhoben. In der Regel reicht es aber nicht aus, wenn man nur einen Buchstaben hat, um ein aussagekräftiges Gutachtenergebnis zu erhalten. Deshalb sucht Flo Berg weiter. Ihm fallen die Buchstaben N und M ins Auge. Auch diese Buchstaben sind in den Dokumenten unterschiedlich geschrieben. Flo Berg kommt zu dem Schluss, dass die Dokumente nicht von Paul Gruber stammen. Die Unterschrift ähnelte der des Opfers sehr. Ich vermute, es ist viel geübt worden, um die Handschrift des Opfers zu kopieren. Sein Pech war, dass etwas mehr dazu gehört, eine Postkarte zu schreiben, als nur eine Adresse. Je mehr man an Schreibleistungen zu begutachten hat und auch an Vergleichsmaterial hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ein gutes Gutachtenergebnis zu bekommen. Nichtsdestotrotz können auch kurze Schreibleistungen zu einem Gutachtenergebnis führen, das aussagekräftig ist. Das ist davon abhängig, wie individuell diese Schreibleistungen sind. Als nächstes untersucht Flo Berg die Handschrift von Daryl Kewell, um herauszufinden, ob er den Scheck und die Geburtstagskarte geschrieben hat. Der Experte stellt fest, dass Kewell das P und andere Großbuchstaben mit diesem länglichen Bogen schreibt. Und auch seine Fs ähneln denen im fraglichen Dokument. Egal wie viel Zeit man hat, es ist verdammt schwer, die Schrift eines anderen zu kopieren. Mr. Kewell war unwiderlegbar der Schreiber des gefälschten Schecks, der Geburtstagskarte und der Adresse auf dem Briefumschlag. Es ist nicht möglich, eine Handschrift eines anderen Menschen hundertprozentig nachzuahmen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass der Nachahmungsfälscher die individuellen Merkmale eines Schreibers erkennen muss und schließlich auch umsetzen muss. Die Ermittler durchsuchen Daryl Kewells Haus und finden belastendes Beweismaterial. Im Obergeschoss entdeckten wir eine Tür, hinter der wir militärfarbene Kleidung fanden. Wurfsterne und ein großes Schwert. Das passte nicht zu Daryl Kewell, dem Familienvater, dem guten Mormonen. Sie finden Schnellbootzubehör, Möbel und sogar ein Boot. Alle Gegenstände gehören Paul Gruber. Wir fanden einen kleinen Koffer mit seiner Sonntagskleidung darin und ein großes Schlachtermesser. Das erschien uns seltsam. Und unter all den Gegenständen war eine von Paul Grubers Stromrechnungen.
Besonders besorgniserregend ist allerdings eine Pistole Kaliber .22 mit selbstgebautem Schalldämpfer. Schalldämpfer sind illegal, da sie ballistische Ergebnisse verfälschen. Die winzigen Charakteristika, die normalerweise durch den Lauf am Geschoss entstehen, werden durch einen Schalldämpfer vernichtet. Es ist sehr schwer und selten gelungen, ein Geschoss einer Waffe zuzuordnen, die mit einem Schalldämpfer ausgestattet war. 18 Monate nach Paul Grubers Verschwinden wird sein Haus ein zweites Mal durchsucht. Dieses Mal finden sie im Keller eine dunkle Vertiefung, die beim ersten Mal nicht da gewesen ist. Der Boden hat sich gesenkt. Wir haben 2 Tage gearbeitet. Wir haben jeden 20 Liter Eimer voll Erde gesiebt, Quadrat für Quadrat, jedes ein paar Fuß breit. Letztlich legten wir etwas frei, das aussah wie eine Luftmatratze. Tatsächlich bestätigte sich, dass darin eine Leiche war. Es ist die Leiche von Paul Gruber. Auf ihn ist 4-mal geschossen worden. Der Rechtsmediziner holt die Geschosse aus Paul Grubers Leiche. Doch Testschüsse mit Daryl Kuehls Pistole können nicht beweisen, dass sie auch aus der Waffe mit dem Schalldämpfer abgefeuert wurden. Jede geringfügige Veränderung des Schalldämpfers im Verhältnis zur Waffe verursacht, dass das Geschoss verschiedene Teile des Schalldämpfers streift. Wenn das passiert, kann man keine Identifizierung mehr machen. Dennoch haben die Ermittler genug Beweise, um Daryl Kuehl wegen des Mordes anzuklagen. In der Untersuchungshaft plant Kuehl als erstes seinen Ausbruch. Ein Mithäftling hat ausgesagt, dass Daryl Kuehl ihm Geld und ein Auto angeboten hat, wenn er den Fahrer ermordet, der Daryl zurück ins Gefängnis bringt. Doch diese Person wurde aus dem Gefängnis entlassen, bevor Daryl gefahren wurde. $5,000 für mich, $5,000 für Harvey und $5,000 für Howard. Wir fanden das aber ein bisschen geizig. Kuehl glaubt, dass er bald ein freier Mann ist. Doch die Ermittler wissen es besser. 2 Beamte machten den Transport und sagten, Daryl, wir wissen von ihrem Plan. Sie wollen uns töten lassen. Die Männer sagten, dass er von da an sehr bedrückt wirkte. Die Ankläger glauben, dass Daryl Kuehl einen richtigen Plan ausgearbeitet hat, um Paul Gruber zu töten und sein Geld zu stehlen. Dieses Verbrechen war motiviert durch Habgier. Paul Gruber hatte Dinge, die Daryl Kuehl wollte. Er brauchte mehr Geld. Er hatte 6 oder 7 Kinder. Das bedeutet eine Menge Lebensmittel. Wahrscheinlich hat Paul Gruber Daryl Kuehl als Handwerker in seinem Haus beschäftigt. Die beiden fassen Vertrauen zueinander. Die Ankläger glauben, dass Kuehl kurz nach Weihnachten einfach bei Gruber auftaucht und 4-mal auf ihn schießt. Eine Kugel streift dabei den Fußboden und hinterlässt eine Furche im Holz. Daryl wickelt Pauls Leiche in Plastik ein und vergräbt sie im Keller. Dann wischt er das Blut vom Boden und klebt den kleinen Teppich über die entstandene Einschussfurche. Nach Pauls Tod hat er freien Zugriff auf alle Unterlagen, EC-Karte, Schecks und die Sozialversicherungsnummer des Opfers. Und er hat genug Zeit, um Pauls Identität anzunehmen. Im Namen seines Opfers füllt er Schecks aus und überweist Geld von dessen Konto. Seine Schriftfälschungen täuschen zwar einen Schriftsachverständigen, aber nicht Pauls Tochter. Sie stellt ihm eine Falle,
indem sie ihn auf dem Anrufbeantworter ihres Vaters eine falsche Nachricht hinterlässt. Kewell fällt prompt auf diesen Trick herein und schickt eine Geburtstagskarte zum falschen Zeitpunkt. Das war kein gewöhnlicher Mord, sondern ein Übernahmemord. Der Täter hat das Leben des Opfers übernommen, dessen finanzielle Angelegenheiten geregelt, Rechnungen und Hypotheken bezahlt. Er stellte Schecks aus und schrieb Geburtstagskarten an die Enkelkinder. Er versuchte, sein Opfer am Leben zu halten, um mehr Geld aus ihm herauszuholen. Im Prozess behauptet Kewell, er sei unschuldig. Er bestreitet, die Schecks unterschrieben und die Geburtstagskarte geschickt zu haben und bezieht sich dabei auf das Gutachten des ersten Schriftsachverständigen. Wie reagieren die Staatsanwälte? Sie bitten Wissenschaftler, die Rückseite der Briefmarke von der Geburtstagskarte auf Speichel-DNA zu untersuchen. Es ist DNA vorhanden und sie stammt von Daryl Kewell. Es gibt ca. 1 Million Menschen in Idaho. Das entspricht einer DNA-Wahrscheinlichkeit von 1:1 Million. Das heißt, selbst wenn alle Einwohner in einem Raum wären, könnte es nur diese eine Person gewesen sein. Ich war glücklich, dass ich nicht der Einzige gewesen bin, der die Identität des Schreibers bezeugt hat. Die DNA hat meine Ergebnisse bestätigt. Nach einem dreiwöchigen Prozess wird Kewell wegen Mord, Diebstahl und Fälscherei verurteilt. Er muss mindestens 25 Jahre ins Gefängnis. Zuerst waren wir skeptisch. Die Handschrift sagte uns, seid nicht skeptisch, grabt. Später fanden wir Blutspuren. Ja, wir haben Blut hier. Es gibt einen Tatort. Wir waren auf der richtigen Spur. Und zum Schluss die DNA. Ich denke, das war der letzte Nagel im Sarg. Eine Computerfestplatte birgt hunderte von Geheimnissen. Jeder Tastaturdruck, jedes Herunterladen, jeder Löschvorgang sagt etwas über das Verhalten des PC-Benutzers aus. Doch wenn jemand ein Lied über einen Mörder herunterlädt, macht ihn das schon eines Mordes verdächtig? Es ist ein warmer Augustabend in Jacksonville, Florida, an dem April und Justin Barber Grund haben zu feiern. Es ist ihr dritter Hochzeitstag und April steht kurz vor dem Ende ihrer Ausbildung zur Radiologin. April Barber arbeitet auf dem Gebiet der Onkologie, spezialisiert auf Radiologiebehandlung von Krebspatienten. Das resultierte aus dem Krebstod ihrer Mutter. Justin hat einen neuen Job als Finanzbuchhalter in einer Bauholzfirma bekommen. Er war ein netter Kerl, sehr smart, sehr erfolgreich, alles lief gut für ihn. Wie bei meiner Schwester auch, sie waren sich sehr ähnlich. Das festliche Essen findet in einem italienischen Restaurant statt. Später machen die beiden einen Spaziergang am Meer. Der romantische Abend endet allerdings abrupt, als ein Mann mit vorgehaltener Waffe Geld fordert. Während April die Aufmerksamkeit des Mannes auf sich lenkt, versucht Justin, die Waffe zu greifen. Schüsse fallen. Das ist das Letzte, woran sich Justin erinnert. Als er wieder zu sich kommt, bemerkt er mehrere Schussverletzungen, aus denen er blutet. April liegt mit dem Gesicht nach unten, bewusstlos im Wasser. Justin zieht Aprils Körper über 100 Meter in Richtung ihres Autos. Doch seine Verletzungen erlauben es ihm nicht, sie über die lange Treppe zu tragen. Er lässt seine Frau zurück und fährt Hilfe holen.
Wenige Kilometer entfernt trifft er einen Autofahrer an. Notrufzentrale, Ihr Notfall? Hier ist jemand angeschossen worden. Ist er bei Bewusstsein? Ja, er ist bei Bewusstsein und ich versuche ihn zu stabilisieren. Gut, können Sie Schussverletzungen erkennen? Schuss- oder Stichverletzungen, das kann ich nicht sagen. Justin erzählt dem Notarztteam, dass seine Frau noch am Strand liegt. Als die Retter dort ankommen, ist April tot. Sie hat eine Schussverletzung im Gesicht. Man rief mich an und erzählte mir, dass meine Schwester erschossen worden ist. Ich war geschockt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Im Krankenhaus wird Justin an insgesamt 4 Schusswunden behandelt. Er überlebt, kann aber keine genaue Beschreibung des Täters abgeben. Justin konnte sein Gesicht nicht sehen. Dafür war es zu dunkel. Am Strand findet die Polizei wenig Beweise. Lediglich die Schleifspuren von Aprils Körper befinden sich noch im Sand. Doch die Gezeiten werden auch diese letzten Spuren des Verbrechens beseitigen. Auf den ersten Blick scheint es, als sei ein Raubüberfall schiefgegangen. Der Mann, der April und Justin Barber bedroht hat, fühlte sich offensichtlich in die Ecke gedrängt und wusste sich nur noch durch Schüsse zu helfen. Doch Raub kann nicht das Motiv gewesen sein. Sie fanden an April Barbers Leiche noch Schmuckstücke, einen teuren Ring, Ohrringe und ihre Uhr. Wäre es Raub gewesen, warum wurde nichts entwendet? Bei der Autopsie findet der Rechtsmediziner Schaum um Aprils Mund. Im Salzwasser kommt es durch das Einströmen des Wassers ins Bronchialsystem zu einer Reizung der Schleimhaut. Es wird Schleim abgesondert und in Verbindung mit Wasser entsteht ein sogenannter Schaumpilz, der dann an Mund und Nase sichtbar ist. Zudem findet man bei der Obduktion feuchte, nasse Lungen durch das Einströmen von Salzwasser in das Lungengewebe, wohingegen im Süßwasser die Lungen trocken und balloniert sind. Der Rechtsmediziner bemerkt zudem, dass sich das Blut von der Schussverletzung auf dem Schaum befindet. Das bedeutet, April wurde beschossen, nachdem sie bereits im Wasser gelegen hat. Ich bin der Meinung, dass sie noch nicht ertrunken war, sondern beschossen worden ist, als sie noch lebte. Wäre sie bereits tot gewesen, hätte es auf den Schuss keine Reaktion der Vitalfunktionen gegeben. In der Stirnhöhle wären keine Einblutungen gewesen. Bei der Obduktion würde man erwarten, dass entlang des Schusskanals, den man ja präpariert, das Gewebe entsprechend schwärzlich feucht eingeblutet ist. Das spricht wiederum dafür, dass die Person noch gelebt hat, als der Schuss abgegeben worden ist. Findet man hingegen keine Einblutungen in das Gewebe, spricht das dafür, dass die Person bereits tot war. Warum widersprechen die Autopsieergebnisse den Aussagen von Justin Barber? Das war für ihn ein sehr traumatischer Vorfall. Seine Frau ist getötet und er 4-mal beschossen worden. Von einer Person, die solch eine traumatische Erfahrung gemacht hat, würde ich nicht allzu viele Details erwarten. Als Justin Barber von seinen Verletzungen genesen ist, liefert er der Polizei eine deutlich bessere Beschreibung des Angreifers. Ein Phantombild wird erstellt. Er war größer als ich und schwerer, aber nicht übergewichtig. Er war stark, hatte ein dunkles, schlabberiges T-Shirt an. Und er trug einen dunklen Hut, ähnlich einer Baseballkappe. Und tatsächlich trifft die Beschreibung auf einen Mann zu, der der Polizei bekannt ist. Der 30-jährige David Allen Shuey hat schon mehrere Male wegen Vergewaltigung in Haft gesessen. Shuey soll sogar am selben Strand einen Überfall begangen haben. Er ging zum Strand, um eine Frau zu finden. Sie sonnte sich oben ohne am Strand. Er näherte sich und bedrängte sie. Er hatte vor, sie sexuell zu missbrauchen, sie tätlich anzugreifen. Das Opfer kann fliehen und identifiziert Shuey später als den Angreifer. Die Polizei fragt Shuey, wo er sich am Abend des Mordes aufgehalten hat. Er bestreitet jegliche Verwicklung in den Fall und behauptet, ein Alibi zu besitzen. Wir überprüften seine Kreditkarten.
denn er verübte seine Vergewaltigungen im ganzen Land. Durch die Kreditkarten fanden wir heraus, dass er zur Zeit des Mordes mit seiner Verlobten in Connecticut gewesen ist. Er war mit Sicherheit nicht der Täter. Die Ermittler wenden sich Justin Barber zu. Ich bat Justin, mir von ihrer Ehe zu erzählen. Er sagte, wir führten eine normale, glückliche Ehe. Hatten Sie jemals eine Affäre? Nein, nie. Doch Nachforschungen der Ermittler ergeben, dass Justin eine Affäre mit seiner Tennispartnerin Shannon Kennedy gehabt hat. Ich sagte, Justin, Shannon sitzt im Nebenraum und sagt aus, sie hätten eine Affäre gehabt. Ich kann sie hier hereinholen und wir gehen der Sache gemeinsam auf den Grund. Er sagte, nein, lassen Sie das. Es stimmt. Aber ich will sie da nicht mit hineinziehen. Mir stellt sich die Frage, warum lügt der Kerl? Seine Frau ist getötet worden und er belügt jemanden, der ihm helfen will. Wer weiß, wohin das führt. Ein Freund von April erzählt der Polizei, dass sie von der Affäre gewusst hat. Sie erzählte es jedem, der es hören wollte. Justin hat eine Affäre. Ich weiß es. Ich habe ihn damit konfrontiert. Es hieß, er treffe sich nur mit einer anderen Person, doch es schien, als hätte er 5 Affären gehabt während seiner 3-jährigen Ehe. Die Polizei bittet Justin Barber um Erlaubnis, sein Haus durchsuchen zu dürfen. Barber genehmigt das und macht auch seinen Computer zugänglich. Er hatte alles eingepackt, als die Beamten kamen, und händigte es ihnen aus. Justins PC wird dem Computerexperten Chris Hendry zugeschickt. Wir haben von Justins Festplatte eine Kopie erstellt. Dann haben wir nach allem gesucht, was gelöscht worden ist, wie Ordner oder Dateien. Hendry entdeckt, dass Justin nur wenige Stunden vor dem Mord an seiner Frau ein Lied aus dem Internet heruntergeladen hat. Ein brutaler Text. Er handelt vom Töten. Es ist ein Lied von der Gruppe Guns N' Roses mit dem Text: Ich liebte sie, doch ich musste sie töten. Sie machte mich verrückt. Jetzt bin ich glücklicher. Ein bisschen seltsam ist, dass es Stunden bevor wir den Computer bekommen haben, gelöscht worden ist. Das kann Zufall sein, denn trotz allem ist es ja nur ein Lied. Justin Barber erzählt der Polizei, dass ein Angreifer seine Frau mit einer Pistole erschossen und ihn 4-mal angeschossen habe. Er behauptet, bewusstlos geworden zu sein und seine Frau April später mit dem Gesicht nach unten im Ozean gefunden zu haben. Ich sah sie im Wasser, gar nicht tief. Ich lief hin und griff nach ihr. Forensische Beweise widersprechen jedoch Teilen von Justins Aussage. Sie hatte kleine Hautabschürfungen am Schlüsselbein, am Ohr und hinten am Hals, die von starker Kraft- oder Druckausübung stammen konnten. Sind sie durch das kräftige Unterwasserdrücken entstanden? Ja. Wird eine Person gewaltsam unter Wasser gedrückt, können die Befunde relativ unspezifisch sein bis gar nicht vorhanden sein. Nur typischerweise wehren die Personen sich ja und man kann dann zum Beispiel Hämatome an den Armen finden in Form von Griffspuren. In Justins Computer finden Kriminaltechniker Hinweise auf ein mögliches Motiv. Er hat über das Internet mit Aktien gehandelt, allerdings nicht sehr erfolgreich. Wir überprüften sein Handeln. Er hatte schnell 50 oder 60.000 Dollar Verlust gemacht. Es schien nicht so, als würde sich auch nur eine seiner Geschäfte auszahlen. Um seine Verluste zu decken, leiht sich Justin Geld gegen sehr hohe Zinssätze. Schlimmer kann es nicht kommen. Man leiht sich Geld für 21% Zinsen aufgrund von Verlusten an der Börse. Justin Barber hätte mit seinem Geld etwas schlauer umgehen sollen. Der Zeitpunkt war nicht sehr gut für Kapitalanleihen. Und das sagt viel über jemanden aus, der Finanzwesen studiert hat und Diplomkaufmann ist. Es ist zudem wichtig, die psychologischen Effekte zu erkennen, die Verluste bei Verbrauchern auslösen. Sie berühren ihre Psyche.
Verdächtig ist zudem, dass April eine Lebensversicherung in Höhe von $2 Millionen auf sich abgeschlossen hat. Das Geld ist dafür gedacht, ihre jüngeren Geschwister abzusichern. Wir hatten weder Vater noch Mutter und April dachte, sie stünde in der Verantwortung, uns absichern zu müssen, falls ihr etwas zustößt. Justin wusste das auch. Einer der Hauptgründe für das alles. Allein eingetragener Begünstigter ist jedoch Justin. Er könnte mit dem Geld also machen, was er will. Reicht das als Motiv, um die eigene Ehefrau zu töten und sich selbst 4-mal anzuschießen? Riskant, aber Menschen machen viele verrückte Sachen für über $2 Millionen. Es ist denkbar, dass Menschen sich mehrfach verletzen, zum Beispiel durch Schussverletzungen, und da reicht nicht nur ein Schuss, auch Mehrfachschüsse sind möglich. Das dient eigentlich dazu, dass die Leute den Tatverdacht von sich ablenken wollen. Und das kommt gar nicht mal so selten vor, dass eben eine Selbstbeschädigung vorgenommen wird, um zu zeigen, ich bin auch verletzt und ich kann es nicht gewesen sein. Mit Hilfe von ultraviolettem Licht untersucht Kriminaltechniker Jerry Findley Justin Barbers T-Shirt, das er in der Nacht des Mordes getragen hat. Man konnte Schussrückstände sehen, es schienen zumindest welche zu sein. Und mit dem ultravioletten Licht wollte ich die Größe dieses Flecken sehen. Die Schussrückstände könnten durch Justins Nähe zum Schützen auf sein T-Shirt gekommen sein. Doch die Eintrittswinkel der Kugel in Justins Körper erzählen eine ganz andere Geschichte. Ein Schuss ging durch seine linke Hand. Und auch die anderen 3 Schüsse sind weit entfernt von lebenswichtigen Organen oder Knochen. Ein bemerkenswerter Zufall. Für mich passte die Lage der Treffer nicht zu einem Überfall, bei dem um eine Waffe gekämpft wurde. Wenn du schon eine Person getötet hast und die andere 4-mal beschossen, lässt du sie nicht als Zeuge zurück. Wichtig ist, dass man sich bei solchen Situationen, wenn jemand beschossen worden ist, sich die Lokalisation der Verletzung anguckt, um zu sehen, ob er möglicherweise doch als Täter in Frage kommt, was in dem Zusammenhang dann häufig auffällig ist, dass die Schussverletzungen, die diese Person erlitten hat, an Stellen lokalisiert sind, die für sie per se erstmal nicht vital bedrohlich sind und auch gut erreichbar sind. Jerry Findley untersucht auch Aprils Kleidung und findet eine weitere Ungereimtheit. Justin hatte behauptet, er hätte Aprils Körper nach dem Angriff 100 Meter in Richtung Treppe gezogen. Eine seiner Schussverletzungen war an der linken Hand. Seine Hand hätte bluten müssen, zumindest ein bisschen. Es hätte also Blut an der Taille und vorn auf der Hose von April Barber sein müssen, aber da war keins. Sie blutete durch den Schuss. Doch sie hatte weder Blut auf ihrer Kleidung noch auf ihrem Körper. Und er auch nicht. Ich denke, das spricht für sich. Und anhand des Blutverlaufs aus Aprils Wunde können die Ermittler schließen, dass das Opfer nach dem Beschuss nicht mehr bewegt worden ist. Das Blut auf April Barbers Leiche verlief in eine Richtung, gerade runter, links von der Schusswunde. Hätte sich der Körper in verschiedenen Positionen befunden, der Blutverlauf hätte gewechselt. Und noch etwas beschäftigt die Ermittler. Warum hat Justin nicht mit Aprils Mobiltelefon Hilfe gerufen? Es befand sich in ihrer Handtasche im Auto. Warum er nicht mit ihrem Mobiltelefon Hilfe angefordert hat? Er musste die Tatwaffe loswerden. Bedauerlicherweise kann die Polizei die Waffe am Straßenrand in der dichten Vegetation nicht finden. In Justins Computer entdecken die forensischen Experten E-Mails, die seine außerehelichen Affären belegen, und Aufzeichnungen über seine hohe Verschuldung. Doch das ist nicht alles. Die Ermittler finden heraus, womit sich Justin in den Wochen und Monaten vor Aprils Tod beschäftigt hat. Er hat sich über Blutverlust und Schusswunden im rechten Brustkorb informiert. Ist es möglich, dass sich eine Person über Schusswunden im rechten Brustkorb informiert und nur 6 Monate später dort auch zufällig beschossen wird? Ich glaube nicht. Die Staatsanwälte vermuten, dass April Barber von den Seitensprüngen und finanziellen Problemen ihres Mannes erfahren hat und die Scheidung wollte.
Ich vermute, April Barber wusste ziemlich genau, wie hoch die Verschuldung war. Sie erzählte ihren Angehörigen, dass die Ehe gescheitert sei und dass sie mehrmals versucht hätte, die Dinge mit Justin gerade zu biegen, sich aber nie etwas verbessert hätte. Die Ankläger vermuten, dass Justin es auf Aprils Lebensversicherung im Wert von $2 Millionen abgesehen hat. Deshalb sucht er im Internet nach Informationen darüber, wie er sich selbst beschießen kann, ohne ernsthaft verletzt zu werden. Justin vermutet, wenn er mit Schusswunden ins Krankenhaus gebracht wird, glauben alle die Geschichte vom Raubüberfall. Justin Barber wollte alles. Er wollte als Held mit seiner Frau im Auto am Krankenhaus ankommen. Er wollte jemand sein, der nicht nur Held, sondern auch Opfer ist. Er wollte das Geld kassieren, von allen bedauert werden und dann sein Leben weiterleben. Doch das hat nicht funktioniert. Es heißt, dass man bei einem Mord ungefähr 30 Fehler macht, sich später aber nicht einmal an 5 erinnern kann. Der erste Fehler passiert nachmittags um ca. 17 Uhr. Justin lädt sich aus dem Internet von Guns N' Roses den Titel herunter »I used to love her, but I had to kill her«. Die Ankläger vermuten, dass April Justin beim Hochzeitstagsessen von ihrem Scheidungsvorhaben erzählt. Daraufhin überredet Justin seine Frau zu einem Spaziergang am Strand, vermutlich unter dem Vorwand, ein gütliches Ende ihrer Ehe zu besprechen. Doch ziemlich schnell bemerkt April, dass etwas nicht stimmt. Womöglich hat sie seine Waffe entdeckt. Es kommt zum Kampf. Justin bringt April unter Kontrolle, indem er ihren Kopf unter Wasser drückt. Sie verliert das Bewusstsein. Justin zieht sein Opfer in Richtung Auto. Blutspuren gibt es jedoch nicht. Das heißt, zu dieser Zeit hat auch niemand geblutet. Dann gibt Justin einen einzigen Schuss in Aprils Kopf ab. Das Blut aus der Wunde fließt auf den Schaum an ihrem Mund, der sich während des Untertauchens gebildet hat. Justin beschießt sich selbst 4-mal. Allerdings macht er das sehr vorsichtig, um weder Knochen noch lebenswichtige Organe zu verletzen. Doch die starken Schmerzen und die jetzt unmögliche Aufgabe, Aprils Leiche über die lange Treppe zu tragen, erfordern eine Änderung seines Plans. Er muss April am Tatort liegen lassen. Justin wirft seine Waffe irgendwo an den Straßenrand und versucht dann, seine Gedanken zu sortieren. Er muss sich für das Wasser in Aprils Lungen eine plausible Erklärung einfallen lassen. Er fährt 10 Kilometer mit seinem Auto, passiert dabei zahlreiche Häuser und Geschäfte, bevor er einen Mann bittet, den Notruf zu tätigen. Justin sagte aus, dass er an den Häusern nicht gehalten hätte, da er niemanden aufwecken wollte. Das vielleicht verrückteste Beweisstück in diesem Fall ist jedoch der Song von Guns N' Roses, den Justin nur wenige Stunden vor der Übergabe des Computers an die Polizei löscht. Es war sehr hart zu erfahren, dass er es war. Er war jemand, dem ich vertraute. Ich schaute zu ihm auf. Ich bin sehr traurig darüber. Es gibt nicht einen Tag, an dem ich nicht an meine Schwester denke. Im Juni 2006 wird Justin Barber wegen des Mordes an seiner Frau der Prozess gemacht. Die Beweise sind überwältigend und Barber wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Ermittler beschreiben diesen Fall als den ungewöhnlichsten und kaltblütigsten Mord, den sie jemals bearbeitet haben. Ein Mensch wie Justin Barber, der wohl ein Soziopath und wahrscheinlich auch ein Narzisst ist, schaut genau, was ihm gefällt. Er wollte die Schande einer Scheidung nicht. Es gab keine unabhängigen Zeugen, nur das Opfer und den Mörder. Es waren nur 2 Personen am Strand, sodass in diesem Fall alles die Kriminaltechnik machte. Die Kriminaltechnik brachte die Wahrheit ans Licht. Als alles analysiert und mit Justin Barbers Geschichte verglichen worden war, kam heraus, dass er ein Lügner ist.
Wie kommt ein Mörder an den Sicherheitscode vom Haus seines Opfers? Und wie an dessen private Fotos? Und woher weiß er, wo sich sein Opfer den ganzen Tag aufhält? Verschlüsselt in den Briefen eines Stalkers finden sich die Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr. Eine Studie hat ergeben, dass 2% aller Männer und 8% aller Frauen in den Vereinigten Staaten einmal in ihrem Leben gestalkt werden. Es gibt eine Untersuchung in Deutschland, die hat festgestellt, dass ungefähr 12% aller Menschen schon mal eine Stalking-Erfahrung gemacht haben. Da waren auch sehr, sehr leichte Formen dabei. Wenn man das ein bisschen genauer aufdröselt, kommt man dahinter, dass Frauen 3 bis 4-mal so häufig Opfer von Stalking sind wie Männer. Und dass wir in Deutschland sagen können, es gibt Millionen Fälle, wo Frauen Opfer von Stalking wurden, hierzulande einmal in ihrem Leben. Die 48-jährige Charlene Hammert hat sich nicht träumen lassen, dass sie mal eine von ihnen wird. Charlene ist seit über 20 Jahren verheiratet, hat 3 Kinder und arbeitet als Verwaltungsangestellte für den Bundesstaat Pennsylvania. Sie war eine großartige Person, half vielen Leuten und war religiös. Sie ging jeden Sonntag in die Kirche, einfach eine gute Mutter, ein Freund. Ich erinnere mich, dass sie die warmherzigste, selbstloseste und großzügigste Person war, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Das Stalking beginnt 2001, als Charlenes Ehemann Brian einen Brief an der Windschutzscheibe seines Autos findet. Es gibt eine spezielle Form von Stalking, das sogenannte Terror- oder Rache-Stalking. Da passiert es auch, dass wiederholt Drohungen ausgesprochen oder geschrieben werden. Reines Schreiben von Drohbriefen ist relativ selten, weil in den meisten Fällen Stalking aus mehreren Verhaltensweisen besteht, also Anrufe, vor der Tür stehen und schreiben. Eine Serie von Drohschreiben wäre eine sehr seltene Form von Stalking, würde aber dennoch zu dem Muster zählen können. Diesem Brief ist sogar ein Foto von Charlene beigelegt. Hier ist der Beweis, dass deine Frau eine Schlampe ist. Ich hatte einen One-Night-Stand mit ihr und sie hat es meiner Lebensgefährtin wissen lassen. Darum hasse ich deine Frau und die Zeit ist reif, es ihr zurückzuzahlen. Wir haben fast immer am Anfang von Stalking eine Art von Zurückweisung, Enttäuschung oder Trennung. Das heißt, einer will eine Beziehung oder möchte was erreichen, möchte wahrgenommen werden und der andere sagt, nee, das will ich nicht. Und das löst immer dieses Stalking aus. Stalking kommt nie praktisch aus heiterem Himmel. Was wir manchmal schon haben, sind Leute, die fantasieren eine Beziehung, beispielsweise zu Prominenten. Und wenn sie dann nicht wahrgenommen werden in ihrer Fantasiewelt, bleiben sie sozusagen dran. In der Regel kennen sich aber Opfer und Täter bei Stalking in 90% der Fälle. Charlene ist sprachlos. Sie bestreitet, eine Affäre gehabt zu haben und hat keine Ahnung, von wem der Brief sein könnte. Ich riet ihr, sich an die Polizei zu wenden, denn das schien ziemlich ernst zu sein. Diese Person hatte eine Menge Zeit. Ich fürchtete, dass das nicht gut war für Charlene. Die Polizei reagiert und überwacht das Haus von Charlene und Brian. Dennoch kommen weitere Briefe. Ich hatte Angst um sie. Wir hatten alle Angst. Wir sahen Leute auf der Straße und waren sofort hellwach. Für Wochen und Monate. Es gab nur wenige Informationen in dieser Zeit und keine Verdächtigen, die wir befragen konnten. Wir haben die Briefe und Fotos auf Fingerabdrücke untersucht, aber keine Beweise erhalten. Der Stalker enthüllt in seinem nächsten Brief, dass er Informationen über das Sicherheitssystem des Hauses besitzt. Ich weiß von den Kameras. Die Freunde der Kinder haben eine große Schnauze. Ich weiß, dass euer Hauscode 7805 ist. Es ist nicht überraschend, dass diese Vorfälle Spannung in die Ehe der Hammerts bringt. Nach einem Streit mit Brian verlässt Charlene fluchtartig das Haus und kehrt nicht mehr zurück. Das kommt durchaus häufig vor, dass Opfer versuchen, aus diesem Umfeld zu entfliehen. Allerdings in der Regel erst nach einer längeren Stalking-Phase, wenn sie unter Druck gesetzt wurden und sagen, ich kann nicht mehr weiter und ich höre auf damit. Denn Stalking ist in der Regel ja ein Verhaltensmuster, was lange andauert, wo immer wieder Sachen passieren. Dass Stalking-Opfer relativ rasch verschwinden, ist eigentlich eher die Ausnahme. Auch Charlenes Kinder wissen nichts über ihren Aufenthaltsort. Ich habe oft angerufen, sie aber nicht erreicht. Ich begann mir Sorgen zu machen.
Die Polizei gibt eine Suchbeschreibung für Charlenes Auto heraus, einen weißen Land Rover. Am nächsten Tag wird der Wagen auf einem Supermarktparkplatz gefunden. Charlene liegt unter einer Decke auf dem Rücksitz. Sie ist zu Tode stranguliert worden. Charlenes Familie ist überzeugt davon, dass der Stalker ihr Mörder ist. Stalking ist zwar ein sehr häufiges Phänomen, aber gerade bei Fällen, in denen Ex-Partner-Stalking da war, nach einer Trennung beispielsweise, haben wir ein deutlich erhöhtes Gewaltrisiko. Wir machen gerade eine Untersuchung in Deutschland zu Frauen, die von ihren Partner oder Ex-Partner umgebracht wurden, und wir finden an 70-90% der Fälle auch vorher Stalking-Verhaltensweisen. Das heißt, in einigen wenigen Fällen kann ein Stalking-Muster sozusagen eine Vorstufe auch zu einer schweren Gewalttat bis hin zu einem Mord sein. Der Rechtsmediziner bestätigt anhand seiner Obduktion, dass Charlene Hammert mit einem Gegenstand stranguliert worden ist. Zudem findet er Hinweise darauf, dass der Fundort nicht der Tatort ist. Die Tatsache, dass sie ihre Hose verkehrt herum anhatte, lässt mich vermuten, dass sie ihr erst nach dem Tod angezogen worden ist. Die Tatsache, dass sie nass war, das Auto hinten aber nicht, verrät mir, dass sie höchstwahrscheinlich draußen gewesen ist. Zudem gibt es Hinweise, dass Charlene nach ihrem Tod bewegt worden ist. Die Male in der Kreuzbeingegend und am Steißbein schienen aus mehreren Gründen Schleifspuren zu sein. Erstens, Kiesel und Schmutz befanden sich in der Haut. Zweitens, es gab keinen Hinweis auf irgendeine Reaktion, die darauf hindeuten würde, dass sie gelebt hat, als das passierte. Die Ermittler schicken Kiesel- und Schmutzreste zur Untersuchung an zwei unabhängige Kriminallabore. Beide können jedoch keine Besonderheit an den Proben feststellen. Hilfreiche Informationen bekommen die Ermittler von den Beschäftigten des Supermarktes. Sie haben Charlenes Auto bereits vor Sonnenaufgang auf dem Parkplatz stehen sehen. Da stellt sich natürlich die Frage, ist der Mörder im Laden gewesen? Die Person, die den Wagen gefahren hat, wäre aufgefallen, hätte sie das Fahrzeug nur abgestellt und wäre gegangen. Jeder vor dem Laden hätte das ungewöhnlich gefunden. Die Polizei überprüft die Überwachungskameras des Marktes, um herauszufinden, wer vor Sonnenaufgang den Laden betreten hat. Ein Mann sieht verdächtig aus. Er trägt einen dunkelblauen Parker, eine Wollmütze und rote Handschuhe. Er scheint sich vor den Kameras zu verstecken. Seltsamerweise kauft er nur einen Artikel. Hundekuchen. Es ist nicht üblich, dass eine Person am Samstagmorgen um 6 Uhr nur Hundekuchen kauft. Unglücklicherweise sind die Bilder so unscharf, dass eine Identifizierung unmöglich ist. Ich war frustriert und enttäuscht, als wir die Überwachungsbänder bekamen und kein klares Bild des Verdächtigen hatten. Noch frustrierender war allerdings, dass wir keine Gesichtsdetails erkennen konnten, nachdem wir die Videos zur Bearbeitung ins Labor geschickt hatten. Deshalb schicken die Ermittler die Bänder zu James Williamson, der sich auf die Auswertung solcher Bilder spezialisiert hat. Mithilfe von Mathematik und Physik erstellt Williamson aus einem zweidimensionalen Foto ein dreidimensionales Foto. Die Überwachungskamera des Supermarktes befindet sich in einer festen Position. Und die Größe der Fliesen lässt sich leicht nachmessen. Die Bilder der Überwachungskamera zeigen also den Fuß des Verdächtigen in Relation zu den Fliesen. In diesem Fall haben wir mit dem Gitternetz des Fußbodens ideale geometrische Voraussetzungen. Ein Fuß steht fest auf dem Boden, der andere beginnt gerade sich nach vorne zu bewegen. In dieser Position können wir eine senkrechte Linie durch ihn ziehen und mit Hilfe einer Skala an dieser Linie seine Körpergröße bestimmen. Genau an der Position des Verdächtigen stellen die Ermittler eine Messlatte auf. Mathematische Berechnungen anhand der Fußbodenfliesen ergeben, dass der Verdächtige 1,70 Meter groß ist. Das ist sehr wichtig, denn so haben wir eine Information erhalten, die wir sonst nicht bekommen hätten. Die Polizei ist überzeugt davon, dass die Erde auf Charlenes Leiche helfen kann, den Mann auf den Bildern zu identifizieren.
Obwohl zwei forensische Geologen nichts herausfinden können, wenden sich die Ermittler an Skip Pelinic, einen international anerkannten Kriminaltechniker. Ja, ich untersuche Erde seit mittlerweile 52 Jahren. Zuerst trennt Pelinic auf ungewöhnliche Weise den Schmutz von den Kleidungsfasern. Die Technik mit der Stimmgabel dient zwei Zwecken. Erstens, die Erde löst sich heraus und sammelt sich in einem kleinen Bereich auf einem Papier. Und zweitens, verwickeln sich die Fasern von der Hose an der Stimmgabel. In diesem Fall eine große Anzahl. Nachdem der Lehm von den Partikeln gewaschen worden ist, hat Pelinic eine perfekte Probe erhalten. Eine der mannigfaltigsten Mineralansammlungen, die ich je erhalten habe, seit ich per Mikroskop diese Dinge untersuche. Die Partikel enthalten Siliziumkarbid, Magnetit und Spuren von Eisen. Es hatte stark den Anschein, als ob jemand mit Maschinen arbeitete. Schleifen oder Schneidbrenner, so in der Art. Skip Pelinic vergleicht die Erde von Charlenes Kleidung mit fünf anderen Erdproben. Einige stammen aus Charlenes Nachbarschaft, andere von weiter weg. Pelinics Ergebnis: Die Erde von Charlene Hammerts Hose stammt aus ihrer eigenen Hauseinfahrt. Als ich Skip Pelinic erzählte, dass der Sohn in der Einfahrt an Autos arbeitet und Karosseriearbeiten durchführt, antwortete er, das passt perfekt zu dem, was ich herausgefunden habe. Die Ermittler wissen jetzt, dass der Mörder 1,70 Meter groß ist, einen dunklen Parker und rote Handschuhe getragen und Charlenes Leiche über ihre eigene Hauseinfahrt gezogen hat. Das engt den Kreis der Täter beträchtlich ein. Brian Hammett erzählt der Polizei, dass er seine Frau Charlene am Freitagabend das letzte Mal gesehen habe. Die drei Kinder seien mit Freunden ausgewesen, während sie beide sich über erzieherische Dinge gestritten hätten. Brian behauptet, Charlene hätte das Haus gegen 22.30 Uhr verlassen und sei nicht mehr zurückgekommen. Ich kam gegen 4 oder 5 Uhr nach Hause. Ich hätte verstanden, wenn sie ihn verlassen hätte. Sie wäre aber nicht gegangen, ohne mir oder meiner Schwester davon zu erzählen und meinen kleinen Bruder mitzunehmen. Die Polizei durchsucht das Haus der Hammerts und findet ein Stück rotes Seil, das die Familie als Hundeleine benutzt. Das Muster des Seils kommt den Ermittlern bekannt vor. Auf der einen Seite der Leine war eine metallische Vorrichtung. Sie stimmte mit den Wunden überein, die das Opfer vorn am Hals hatte. Wir schlussfolgerten, dass der Tod von Charlene Hammert mit der roten Hundeleine verursacht wurde. Aufgrund dieser Entdeckung ändert Brian Hammert seine Geschichte. Es ist zu 100% sicher, dass er seine Frau nicht getötet hat. Über seine Anwälte lässt Hammert mitteilen, dass sein Sohn David Charlene nach einem Streit um ein Auto getötet hat. Lächerlich. Das machte mich wütend, denn offensichtlich war ihre einzige Möglichkeit, jemand anderen zu beschuldigen. Sie hatten keine Beweise, dass er es nicht getan hatte. Wir fanden diese Behauptung absurd. Die Ermittler finden heraus, dass Charlene eine ausgezeichnete Beziehung zu ihren Kindern, speziell zu David, ihrem Ältesten, hatte. Wer die Beziehung von David zu seiner Mutter kannte, der wusste, dass nichts passiert war. Er verließ sich auf sie und sie sich auf ihn. Charlenes Beziehung zu ihrem Ehemann ist nicht so gut. Sie war nicht glücklich in ihrer Ehe. Sie stritten viel und Charlene war dabei auszuziehen. Sie hatte das schon einmal getan, aufgrund von Beschimpfungen Brians in Richtung der Kinder. Noch bevor die Ermittler weitermachen können, bekommen sie einen anonymen Hinweis. Ich bekam auf der Polizeiwache einen an mich adressierten Brief, in dem eine Person die Verantwortung für den Mord an Charlene übernahm. In der ersten Zeile stand, ich habe Charlene Hammert getötet, nicht ihr Ehemann.
Unterschrieben war mit John. Der Schreiber behauptet, Charlene getötet zu haben, weil sie ihre 9-monatige Affäre beenden wollte. Sie wollte alles abbrechen, deshalb brach ich ihr den Hals. Das war die 5. Frau, die ich getötet habe. Darin bin ich gut. Polizisten ahnen nicht, wie einfach es ist, die Ehemänner zu belasten, wenn nur sie beachtet werden. Die Ermittler schicken diesen Brief und die vermeintlichen Stalkerbriefe an den Linguisten Dr. Robert Leonard, der einen ungewöhnlichen Werdegang hat. Leonard ist Gründungsmitglied der Rock'n'Roll-Gruppe Shanana und sagt, das Lesen der Plattenverträge sei ihm eine wertvolle Lektion gewesen. Zu sehen, was Verträge auszudrücken scheinen und was sie letztendlich bedeuten, das waren meine ersten forensischen Erfahrungen mit der Linguistik. Als Dr. Leonard die Briefe des Stalkers und den des vermeintlichen Serienmörders untersucht, fällt ihm etwas Merkwürdiges auf. Der Schreiber hat ein ungewöhnliches Stilmittel benutzt, indem er dasselbe Verb in 2 aufeinanderfolgenden Sätzen in unterschiedlichem Zusammenhang verwendet. Im Serientäterbrief steht, sie wollte alles abbrechen. Deshalb brach ich ihr das Genick. Das ist dieser leichte Wechsel von ironischem Vorhaben zu schrecklichem Humor. Der Stalker benutzt in seinen Briefen dieselbe Technik. Ich wollte, dass es niemand herausfindet. Sie sorgte dafür, dass meine Verlobte es herausfand. Die Verwendung dieses Stilmittels ist so selten, dass Dr. Leonard schlussfolgert, dass der Stalker und der Serienmörder ein und dieselbe Person sind. Diese beiden Briefe, die vor und nach dem Tod dieser armen Frau auftauchten, hatten dasselbe Stilmittel. Das war nicht das gängigste Stilmittel und damit ein sehr guter Beweis gegen eine zufällige Verbindung. Dr. Leonard untersucht nun Schriftproben von Brian Hammett. Das Stilmittel aus den Briefen findet er nicht, da es sich bei den meisten Dokumenten um Geschäftskorrespondenzen handelt. Doch er findet etwas anderes, Ungewöhnliches. Wie die meisten Menschen benutzt Hammett negative Zusammenziehungen in seinen Schreiben, wie he isn't here. Doch positive Verben zieht er nicht zusammen. Er schreibt yes, he is here und nicht yes, he's here. Diesen Stil findet Dr. Leonard auch im Brief des Stalkers. Darin sind negative Zusammenziehungen wie I don't think, she can't und almost didn't. Doch positive Zusammenziehungen gibt es nicht. Here is the proof, I would have loved, I have been following her. Fast jedermann benutzt immer beides. Der Schreiber der Stalker- und Serienmörderbriefe hat nicht beides benutzt. Er hat manchmal negative Zusammenziehungen verwendet, jedoch positive Verben nie zusammengezogen. Dieser winzige Hinweis verrät Dr. Leonard die Identität des Mörders. Die einzige Person, die ich kenne, die jemals dieses grammatikalische Muster benutzt hat, ist der Verdächtige Brian Hammett. Das letzte Beweisstück kommt von der Bildauswertung. Brian Hammett ist 1,70 Meter groß. So groß wie der Verdächtige aus dem Supermarkt. In Hammetts Büro finden die Ermittler den dunkelblauen Parker. In der Jackentasche ist eine Quittung über Hundekuchen. Das belegte seine Anwesenheit in dem Supermarkt am frühen Morgen des 20. März 2004. Das war der Beweis. Im Prozess gegen Brian Hammett skizzieren die Ankläger eine Ehe voller Probleme. Er sah seine Ehe zerbrechen und kreierte einen Stalker, der seine Frau dazu zwingen sollte, sich ihm wieder zuzuwenden. Irgendwann hätte er der Held sein und die Dinge wieder in Ordnung bringen können. Doch die Briefe des vermeintlichen Stalkers verfehlen ihr Ziel und vermehren die Probleme in der Ehe. Die Ankläger vermuten sogar, dass Charlene herausgefunden hat, dass die Briefe von Brian stammen.
In der Mordnacht sind die drei Kinder der Hammers mit Freunden unterwegs. Charlene und Brian geraten in einen Streit. Plötzlich verliert Brian die Kontrolle über sich, greift nach der Hundeleine und stranguliert Charlene zu Tode. In Eile zieht Brian seiner toten Frau ihre Hose verkehrt herum an. Dann zerrt er die Leiche zum Auto, an der sich Erdproben anhaften, die später auf die Einfahrt als Verbrechensort zurückschließen lassen. Brian fährt dann mit Charlene in deren Auto zum Supermarkt und stellt es dort ab. Er geht in den Supermarkt und kauft ein paar Hundekuchen, um nicht verdächtig zu erscheinen. Dabei wird er von den Überwachungskameras gefilmt. Wie heißt es so schön? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, doch manchmal ist es sogar noch mehr wert. Im Oktober 2006 wird Brian Hammert wegen Mordes verurteilt und muss eine lebenslange Gefängnisstrafe verbüßen, ohne Aussicht auf Bewährung. Ich habe ehrlich gedacht, dass mein Vater es nicht getan hat, denn er versuchte, die Ehe am Laufen zu halten. Er war meiner Mutter gegenüber nie gewalttätig, nur uns Kindern. Es schien zuerst so, als hätte er es nicht getan, doch letztendlich wurde es mir eindeutig bewiesen. Für die Ermittler ist dies ein klassischer Fall, in dem verschiedene forensische Disziplinen zusammenkommen und eine Verurteilung absichern. Er hatte lange Zeit im Haus, so 8 bis 10 Tage, bevor sie mit dem Durchsuchungsbefehl kamen. Offensichtlich hat er nie ihre Sendung gesehen oder diese anderen CSI-orientierten Programme. Das war fast zu einfach für die Ermittler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Brian Hammert auch nur einen Moment daran gedacht hat, dass die Art, wie er schreibt, zu seiner Verurteilung führt. Das ist das Letzte, woran die Leute denken. Ich denke, dieser Fall veranschaulicht wunderbar, wie aus verschiedenen Arten kriminaltechnischer Beweise ein Bild entsteht und wie die Geschworenen daraufhin zu einer Schlussfolgerung kommen, von der wir glauben, dass sie richtig ist. Thank you.